Guten Tag miteinander. Am 21. September des Jahres 2022. Thomas Christian immer noch in Hirschberg. Heute Jelenia Gora. Es ist 7 Grad warm. Ja. Ich habe heute einiges vorbereitet. Vor allen Dingen möchte ich einen Gang mit euch durch diese Städtlein machen. Habe ich gestern Nacht getan. Ich finde es erschütternd. Uns können Dinge nochmal daran klar werden. Ich möchte nochmal anknüpfen, aus gutem Grunde und erweiternd an die zwei Jesusknaben. Alles heute ein bisschen hineinflechten. Also grundsätzlich aber auch über, ich habe hier mal was rausgesucht. Ich versuche alles so knapp wie irgendwie möglich zu halten, aber nur, dass das Motiv mal anklang. Auch so, ich habe irgendwie, was ist Polnisch, ne? Was ist Polnisch auch im Unterschied zum Deutschen, dass man da nochmal erkennen kann, welche Hilflosigkeit der Definition eben beherrscht. Aber es wird eben halt in die Welt gestellt, als sei das eben die größte Sicherheit aller Zeiten, die wir haben. In Zeiten, in denen ein Wladimir Putin, ein Schauspieler, der, habe ich neulich gesagt, ausgetauscht worden ist. Wer die Bilder anschaut, weiß das, dass vorher der KGB-Folterknecht der oberste Chef geworden war. Ich habe gesagt, dass diese ganze Welt, überdenke es mal, einfach schon lange im Grunde ein Fantasiegebilde ist, wo wir glauben, da sei irgendwie eine glorreiche russische Armee, gibt es wahrscheinlich niemanden mehr und so weiter und so fort. Es ist wahnsinnig verwirrend und deshalb immer wieder die Grundsatzfrage nochmal aufgeworfen. Und das ist für sich auch eine Wissensperle, dass man das nicht vergisst. Diese Grundsatzfrage, was war der Ausgangspunkt der Gralstour? Was ist das Ziel der Gralstour? Also jetzt auch der Dinge, die ich hier liefere. Ich liefere sie nicht, damit du dann mit der Pinzette dir ein Thema rauspickst und hier was rauspickst und da was rauspickst. Kannst du natürlich gerne tun, lieber Mitmensch, aber dann hättest du mich missverstanden. Deshalb, in Zeiten, in denen die Erinnerungsfähigkeit so unglaublich gering ausgebildet ist, sage ich es einfach immer wieder. Und in der die Kraft eben dieser Avatar-Bestandteile einfach so unendlich groß ist. Gehen wir von dem Grundgefühl nochmal aus, was mich dann auch motiviert hat, in die Welt zu gehen. Wie es aktuell heute ist, gerade an diesem 21. September, eine Woche vor Abschluss der Tour, in einem, schon das Wetter ist nicht mehr richtig, die Wolken sind nicht mehr richtig, die Leute streiten sich, ob das nun ewig schon so war oder nicht. Es ist überhaupt alles völlig unklar geworden. Jetzt, wie gesagt, sagt Putin, der ja angeblich, müsste man annehmen, über eine Mega-Armee verfügt, die er den Russen und den Amerikanern gesagt hat, kommt nur, wir werden euch in Grund und Boden stampfen. Man nimmt immer noch an, dass es da irgendwo Super-Armeen gibt, aber vielleicht gibt es die ja gar nicht, wie ich neulich eben meinte. Denn wie ist es sonst zu erklären, dass eben diese doch relativ kleine ukrainische Armee, der ganz offenbar selbst die Helme geliefert werden müssen, dass die in der Lage ist, den großen Bären über jetzt wie viele? 4 Monate irgendwie dem die Stirn zu bieten. Das ist einfach lächerlich, gerade wenn man auf der anderen Seite eben die, vielleicht ja auch Geschichten, ich weiß es nicht, obwohl es gibt die Linie Maginot in Frankreich, die Dinge kann man sich anschauen, die stehen da in der Landschaft rum. Wir wissen über die Kampfhandlungen, wir wissen da eben, dass es Militäroperationen gab, insbesondere von deutscher Seite, oder wo wir verwickelt waren, unsere Vorfahren, wo Schlachten mal ganz anders geschlagen worden sind und wo man Armeen im Handstreich genommen hat, wenn man es clever angestellt hat. Das gleiche eben damals bei dem Einmarsch in Polen nach dem Senner von Gleiwitz, da waren wir auch gewesen. Dass es möglich ist, eben auch eine, ja, die polnische Armee war wahrscheinlich sogar besser ausgerüstet zu dem Zeitpunkt damals, nach dem, was man lesen kann, als die heutigen Ukrainer. Und das war eine Sache von einer Woche oder zwei oder drei. Dann hatten wir das im Sack. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der große Bär, wie wir uns zumindest vorstellen, bis an die Zähne bewaffnet, dass er nicht in der Lage sein soll, jetzt da irgendwie mal aufzuräumen. Oh nein, die Armee schafft es nicht, es müssen die Reservisten einberufen werden. Ich kann nur sagen, mit dem Abstand, den ich zu dieser Welt habe, zu diesem Kasperle-Theater, als er sich immer mehr erweist,
kann ich nur sagen, mit dem Plot stimmt irgendwas nicht. Genauso wenig wie mit diesen Gründerzeitstätten. Es stimmt etwas nicht. An allen Ecken kann ich vor allen Dingen feststellen, indem ich mich mal rausziehe, es stimmt einfach nichts mehr, vorne und hinten. Und genauso ist dieses Gefühl, ich wollte ja morgen auf eine Tour, ich habe zum Glück mit dem Veranstalter sprechen können, der hat gesagt, nee, also Eintritt kannst du auch selber bezahlen, aber das ist quasi damit, dafür das viele Geld, damit dass dich jemand da rumchauffiert. Und dann war ich ihm sehr dankbar und dann habe ich mir nochmal jetzt durch Menschen, die zufälligerweise gerade hier gegenüber standen und abgereist sind, hier beim Wasser holen, hier, dann bin ich raus und sagte Moin und so, wie geht's euch, so bin ich ja immer, gehe auf die Menschen zu, umgekehrt selten. Und dann sagten die, ach, es gibt hier also Untergrund gibt's hier überall. Der Hitler hat im Grunde, ja, habe ich ja gesagt, ganz Europa umgebuddelt. Der Hitler, ne? Da haben wir wieder eine Figur, der war's, der Bösewicht, ne? Also auch ein sehr einfacher Plot. Also hier ist alles voll, nicht nur da, wohin ich wollte. Aber jetzt sitze ich hier so ein bisschen, also ich werde da auch bestimmt was aufsuchen. Aber mein Grundgefühl ist, inmitten all dessen, was ich ja schon länger habe, dieses, hier stimmt irgendwas nicht mehr. Also irgendwas ist hier vorne und hinten faul. Sitze ich jetzt hier bei 7 Grad in diesem Hirschberg und wollte dahin, aber ich fühle mich irgendwie so wie, auch draußen regnet, soll ich jetzt rausgehen, was soll ich machen, soll ich in die Stadt, Regenschirm habe ich auch nicht. Irgendwie, ich habe noch eine Woche und es drängt sich immer mehr auf das Gefühl auf, ich muss noch eine Woche rumbringen. Auch weil das Gefühl da ist, und das betrifft die Frauenmenschen insbesondere, wird dann auf der anderen Seite jemand sein, dessen Seele irgendwie so eine Art Hintergrund da ist, der von dem irgendwas zurückbouncen, zurückprallen kann, wird da ein Gefäß eben sein, das gefüllt wird, oder ist eben da ein großes schwarzes Loch, wenn die Menschen sagen, ich habe doch zugehört, ja, oder hast du auf Durchzug geschaltet, mein Lieber, ist denn da irgendwas angesammelt worden, innen drin, ist da, konnte sich jetzt etwas sammeln, das dann zum Humus werden kann, ich habe große Zweifel, die Zweifel sind im Hintergrund meiner Seele, ich habe noch eine Woche rumzubringen, ich soll noch ein bisschen Vakuum mehr füllen, noch was raushauen in dieses Leere, in diese Leere, die wahrscheinlich in den meisten Seelen da draußen ist, die mich auch hören. Aber dazu kommen wir gleich, diesem etwas entgegenzustellen. Und in diesem, es ist alles völlig irre, auch jetzt die letzte Woche. Irgendwie kein Ziel mehr, kein, wohin soll ich jetzt? Ist noch irgendwas zu besuchen? Ist noch irgendwas zu tun? Ist überhaupt noch irgendwas wertvoll? Und dieses Grundgefühl ist aber ein Grundgefühl der Zeit, wenn man denn mal darauf achtet. Dass dieses Dasein eigentlich, man kann den Tag schon irgendwie rumbringen. Also man kann auch den Glauben nähren, ja, ich muss doch meine Familie, ich muss doch für die Bewegung, also hier habe ich gerade telefoniert, ich muss doch mit dem Hund, ich muss doch irgendwie spazieren, ich muss doch. Ja, das sind im Grunde lauter Dinge, die kann man sich auch sparen am Ende. Man kann also das Grundgefühl übertünchen, ich muss doch irgendwie gucken, ob der Putin jetzt irgendwie sonst was gemacht hat und ich muss doch. Aber wenn man das Grundgefühl als solches mal zulässt und die Frage einmal kommt, wenn der Mann in einem schweigt mit dem, was ihn da ständig umtreibt, wenn die Frau mal in einem schweigt, diesen kleinen Moment zu erhaschen, die ihre Gefühle und Befindlichkeiten ständig umtreibt, was sie glaubt tun zu müssen und plappern zu müssen und da und so, wenn man das einmal schafft, dann kann man auf diese Merkwürdigkeit eben aufmerksam werden und so ist der Plot der gesamten Graz-Tour aus solcher Stimmung heraus dass ich mir auch gesagt habe, ich weiß jetzt so viel von Rudolf Steiner und wir müssen das und die Bewusstseinsseele und über die Jesusknaben, ein unendlicher Kosmos von Dingen, die ich jetzt ganz für mich persönlich wusste. Wunderbar. Und habe irgendwie gedacht, na ja, das Leben wird es halt irgendwie weitergehen, vielleicht kommt dann nochmal eine Kriegskatastrophe, aber das entwickelt sich dann schon zu seiner Zeit. Und dann begann diese Sache mit diesem, wo ich auch schon dieses Gefühl, wo mich das Gefühl überkam, so
mit diesem Streit über Corona und irgendwie dieses Irrsinnsszenario, als dass ich es sehe, dann irgendwie 90% verbunkern sich solidarisch und plötzlich aber streiten die mit den anderen und die anderen sagen ihr Schlafschafe und irgendwie vor lauter Streiten bemerken die Leute einfach nicht, wie absurd das Szenario ist. Wie absurd das Szenario zwischen Paaren ist. Man kann sich das ganze Leben betrügen, aber wenn man irgendwie mal rausgefallen ist aus dem Ganzen, kann man dieses Daseinsgefühl durchaus finden. Und da habe ich gedacht, also es ist nichts mehr normal, also wie Männer und Frauen und was ich da höre und was da gesagt wird und du weißer Vergewaltiger und das wird einfach nur noch irre. Dann dachte ich mir, also offenbar läuft es doch nicht so. Die Welt nimmt irgendwie so ihren Gang und dann wird sich das schon irgendwie entwickeln. Ich hatte das Gefühl, wir stehen kurz davor eigentlich, in diese sogenannte Idiokratie eigentlich abzugleiten. Und dann kamen diese Sachen mit Ahriman und dann nochmal mehr in mein Bewusstsein und dass es ja der Zeitpunkt höchstwahrscheinlich ansteht, wenn nicht alles völlig aus dem Ruder gelaufen ist, wo sich dann diese Weltenkraft eben inkarniert und wo er die höchste Wirksamkeit entfaltet und wo es jetzt darum geht, dass Menschen in ein, tja, was tun, dass sie sich zwischen die Welten stellen. Das hat sich eigentlich im Laufe der Gralstour für mich auch selber immer wieder herausgestellt, aber ausgehend von den ganzen sich befeindenden Parteien. Immer zwei. Schlafschaf, aufgehen, mink, 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 pro, kontra, These, Antithese. Und dann kam noch das Bild, noch verstärkt werdend, das, worum es heute wirklich geht, dass es ernst ist. Also Rudolf Steiner hat zwar nicht gesagt, dass es mit den Geschlechtern so kommen würde, aber ich begreife, dass die Dinge eine Bahn genommen haben, so dass sie nicht mehr normal, also die Welt wird nicht mehr einen normalen Fortgang nehmen. Auch durch Ahriman, was Rudolf Steiner auch sagt, er wird auch Naturgesetzmäßigkeiten aushebeln, bis dahin wird das gehen. Und ich glaube, wir sind gerade schon dabei, wie so, als würde die Schwerkraft aufgehoben werden und alle Dinge wie so ein Raumschiff, die fangen es an, so frei in der Luft herumzuschweben. Nichts ist mehr an seinem Platz, wo es irgendwie hingehört. Und das ist das Gefühl des Irreseins, dass die Bezüge zunehmend auch überhaupt nicht mehr stimmen. Und da habe ich mich getraut, sozusagen einfach mit dem ganzen Hintergrund, den ich hatte, einfach nochmal zu sagen, doch, es hat mit den Geschlechtern zu tun oder mit den Seiten, die damit, die ich jetzt weitlich herausgearbeitet habe, mit dem hat es zu tun, auch wenn Rudolf Steiner damals sagte, nee, wir müssen gar nicht mehr über die Geschlechter reden, weil wir sind eigentlich schon Menschen und so. Und ich habe den ganz starken Eindruck geworden, dass gerade dort aber die Goldschätze liegen und dass auch dort gerade die Probleme liegen in diesem einseitig gewordenen männlichen oder weiblichen, insofern man sie tatsächlich als genauso kosmische Kräfte versteht, wie eben jene Kräfte, die dann Spiralnebel in den Galaxien bilden. So, auf diesem Level müssen wir das denken. Und wenn ich weiß, zum Beispiel, dass Atlantis einfach dadurch untergegangen ist, also einfach, dass Menschen schwarze Magie getrieben haben oder Kräfte missbraucht haben, wir stellen uns ja dann gleich immer irgendwie einen Saruman vor mit einem Zauberstab, muss es gar nicht sein. Es sind unsere eigenen Gedanken. Das, was in uns, frage, wer denkt da in uns? Das, was in uns vor sich geht, die Gefühlsbewegungen, die in uns oder in unserem Avatar eben vor sich gehen, deshalb, ich unterscheide das mit einem guten Grund. Die sind es, die letztlich für die Destabilisierung dieser gesamten irdischen Sphäre sorgen oder sorgen werden. Und diese Auflösung, das Mangel an Schwerkraft im übertragenen Sinne, wo alles beginnt, es sogar schon durcheinander zu fliegen und dann irgendwie unheilvolle Zusammenbackungen zu machen und so weiter. Das alles ist nur aufzuhalten, wenn es wieder eine Mitte gibt, wenn es wieder sozusagen etwas gibt, ein Licht in der Mitte erstrahlt und von dem aus können sich dann die Dinge neu ordnen. Also ich rede auf einem kosmischen Niveau, ich rede auf dem Niveau, dass wir uns eben in Vorstellungen haben, da kommt eine Atombombe, der Pilz da oben drüber und dann geht alles in die Luft, dann ist alles zu Ende. Typisch männliche Fantasien im Grunde auch. Ich rede davon, dass sich die gesamte menschliche Sphäre auflöst oder dass es so ist, wie Rudolf Steiner auch sagte, wenn die
die jetzt hier auf dieser Seite in der sogenannten Gegenwart sind, wenn wir uns sozusagen nicht die Hand in die Zukunft reichen, wenn sich der Ouroboros, diese Schlange, die sich in den Schwanz beißt, wenn die sich hier nicht trifft, also wenn wir nicht ein Bewusstsein haben, dass wir jetzt zwar hier sind, noch die quasi die im Grunde schon die veraltete Version, aber die neue Version unserer selbst, die ist eigentlich schon in der Zukunft und reicht von hier die Hand, aber es muss irgendwie zum Händeschluss kommen, sodass der Zyklus weitergehen kann. Wir stehen vor einem Zeitpunkt, wo dann wir hier ins Nichts auch rutschen können. Diese Aussage erreicht natürlich nur einen, den ich in diesen Videos, ich weiß nicht wie oft angesprochen habe, mit sprich mir nach. Michael, leihe mir dein Schwert, wieder erfülle mich mit deiner Ruhe und so weiter. Mit dem Christkind, ich habe das Weihwasser weitlich gebraucht. Und ich habe euch durch die ganze Tour geführt und was wir, habe immer wieder das Motiv gebraucht, dass alles, was wir getan haben, stand unter dem Stern und unter der Überschrift Entwicklung. Wir haben geschmiedet und gehämmert an diesen ganzen Leibern, die wir heute an uns tragen, die uns eine Empfindungsfähigkeit geben. Siehe Theosophie, die haben wir auch durchgemacht. Wir haben es all dem begonnen gegenüberzustellen, das mal anzuschauen. Also Empfindung, Seele, Verstandesseele und so weiter. Das ist das Grundprinzip der Evolution, so verstanden, dass wir daran gearbeitet haben. Und heute geht es eben darum, wieder etwas zu schmieden. Und diese Bilder helfen mir zumindest, um sich zu sagen, na gut, jetzt mache ich den nächsten Schritt, jetzt identifiziere ich mich mal nicht mit allem, mit meinem inneren Kind, mit meiner Schuld und so weiter, sondern sage, okay, ich bin hier erstmal ein Bewusstsein meiner Verantwortung. Und das ist ein Satz, den werde ich immer entgegenhalten. Wie Gandalf seinen Stab oder wie Weihwasser, wenn der Mann in seiner Einseitigkeit mir entgegenkommt oder die Frau. Weil das ist das einzige Mittel, immer wieder zu sagen, Moment, es geht um denjenigen, der auf das sehen kann, was geworden ist und was er an sich trägt oder besser gesagt, noch besser gesagt, in der heutigen Zeit, was ihm in seine Obhut gegeben ist. Denn das Freiwerden, und das ist deshalb ein so unendlich wichtiges Motiv, wie ich finde, dass wir uns sagen, die alten Rollen waren wie bei CERN und diesen ganzen Teilchen, die rumschießen, wie ein Magnetron oder wie auch immer du es nennst, so dass die Kräfte in den Avataren, die wir männlich und weiblich nennen, um nur diese Polaritäten einfach jetzt besonders ins Auge zu fassen, die waren eisern, mit großer Energie waren die in Bann gehalten. Dazu muss man sich halt durchringen mit Bildern von Atombombe, von entfesselten Kräften, um klar, damit fühlbar wird, was ich meine. Oder Amokläufe, wo die Leute ausrasten, wo etwas quasi, wo eine Sicherung weggenommen wird, die dann durchbrennt. Das sind die Bilder, die wir heute haben, wo Leute völlig austicken. Wir haben es heute, wir befinden uns in diesen Jahren, wo wir so schnell wieder einschlafen. Es dauert Sekunden, dann sind die meisten von euch sind wieder, mir geht's heute nicht mehr so. Aber die sind schon wieder im Tiefschlaf. Und ich kann es nicht von außen natürlich tun. Also wir landen quasi als Außerirdische, wo die Leute sich dann, wer weiß was, immer suchen. Da draußen hat es jetzt einen grünen Kopf, der Außerirdische ist schon längst gelandet in uns. Der ist es, der sich fragen kann, was denkt es denn in mir? Wie sind denn meine Gedanken? Wie sind meine Gefühle? Was möchte aus meinem Mund? So. Der Außerirdische ist längst gelandet, ein Bewusstsein, das schon hier war, in der Templerzeit und so weiter und sich heute sagt, alter Schwede, jetzt haben wir eine richtig heftige Aufgabe, weil nämlich diese ganzen Avatar-Kräfte beginnend in Mitteleuropa frei geworden sind. Drüben sind sie noch, hier auch in Polen, noch in starren Rollen tatsächlich festgebunden, beginnen aber auch schon immer mehr, siehe Lateinamerika, in diesen mörderischen Männerbanden, die sich da bilden überall. Da sind Kräfte am Wirken, das macht man sich nicht klar, wenn man nicht mit diesen Augen drauf schaut. Wir sind also hier in einer Situation, wo der Avatar jetzt, also entweder wird durch Verständnis, werden diese Kräfte jetzt richtig eingesetzt oder es wird immer schlimmer bis dahin, dass einfach das Menschenexperiment endet.
Das ist der Kontext und Hintergrund, wenn wir hier über Mann und Frau reden. In dieser Art wurde wahrscheinlich noch nie über Mann und Frau geredet. Ich freue mich über jeden Menschen, der die Geduld hatte, weiterzugehen. Und wie erkennen wir den vereinseitigten Mann und die vereinseitigte Frau? Was ist das überhaupt, eine Vorstellung zu gewinnen? Was ist das überhaupt, was daraus werden könnte? Lässt wieder jemand den Motor laufen, genau vor mir. Solche Dinge liebe ich immer besonders. Ich warte weniger, damit er wegfährt, ist er jetzt, aber einfach nehmt euch mit mir die Zeit, mal kurz drüber zu besinnen. Wie schaffen wir es mal als Frage an dich? Wie schaffen wir es, der wir uns natürlich dazu neigen, also wir werden den Mann und die Frau nicht ausschalten können, darum geht es auch nicht. Aber wie schaffen wir es, wechselseitig vor allen Dingen, wenn wir uns mal gegenübertreten, diese Empfindung zu nähren, da kommt jetzt ein im Grunde für mich erstmal unsichtbares Bewusstsein in diesen Raum gelaufen. Jemand, der das auch mit dem Michael ausdrücken kann, Michael leihe mir dein Schwert, der sich der Situation zumindest im Rahmen der Gralstour klar war. Dass wir sagen, ui, da kommt jetzt jemand genauso, wie es die heiligen drei Könige taten, da sieht man das halt wunderbar, dass der was vor sich herträgt. So, Weihrauch, Myrrhe, Gold. Und da kommt jetzt jemand im Grunde genauso in den Raum und er bringt jetzt, sage ich mal, hier eine tickende Bombe mit sich. Vielleicht ist das das Bild. Können wir es schaffen, dass wir diesem Drang, eine nette Begegnung zu haben, so wie ich vorhin halt hier, ganz kurz, was irgendeinem, der in uns irgendwas haben möchte, der Geist, der Mann möchte, dann irgendwie seine Gleichgesinnten finden. Ja, bist doch auch der Meinung, das Wetter ist manipuliert, ne? Oder die Frau, die halt eine nette Begegnung haben möchte, was natürlich auch ein Mann irgendwie haben möchte, so. Also irgendwie diesem unbewussten Wollen, das so in uns lebt, dem etwas entgegenzusetzen, in dem einen Raum kommt und erstmal seine Avatar-Bestandteile, seine männlich-weibliche Kraft, erstmal für alle sichtbar im Grunde herträgt als tickende Bombe. Können wir das schaffen, dass wir uns so begegnen, dass wir, damit wir nicht einschlafen, dass wir für uns selber klar machen, meine Männlichkeit ist eine rohe Kraft, der Hulk. Und wenn ich sie nicht verwandle oder wenn es nicht gelingt, also sie in ein Verhältnis, in ein richtiges Verhältnis zu der anderen Kraft auf der anderen Seite zu setzen, wenn diese Kräfte sich wechselseitig nicht aufeinander beziehen vermögen, dann ist diese Welt verloren. Können wir uns in dem, was wir dann natürlich auch als Alltag leben müssen, was sich dann auch als Ätherleibsbeziehungen natürlich auch etablieren werden, was sich als Kameradschaftlichkeit natürlich auch in Gesprächen, in Fachgesprächen und so weiter natürlich auch einstellen wird und muss, können wir, damit wir von diesen Kräften nicht übernommen werden, irgendwie das schaffen, dass wir uns so begegnen, dass klar ist, tickende Zeitbombe. Ich bringe dir, oder dass man auf der anderen Seite das auch umdreht und sagt, da kommt mir jetzt der Peter, ich habe immer Peter, keine Ahnung, warum, mag den Namen, da kommt mir jetzt der Peter oder auch dann die Isabella entgegen. Dass immer wieder mal, idealerweise täglich, eigentlich zwischen uns klar werden kann, dass wir auf diese dritte neue Ebene aus der Mitte heraus, dass die nochmal aufleuchtet, klar wird, worum es geht, jeden Tag in dieser Gemeinschaft, die eben im Rahmen einer christlichen Subkultur zu begründen ist oder Gemeinschaften. Dass man auch sagt, irgendwie sich auch klar werden kann, oh, da kommt ein Abgesandter, die Isabella. Jeden Tag aufs Neue mache ich mir klar, eine Abgesandte von den Sternen. Und zwar jenseits meines Planetensystems. Die kommt aus dem ganz weit weg. Da kommt die her, diese außerirdischen Bilder.
Sie ist, ja klar, ist halt eine nette, was ich kann mal sagen, eine nette Person, vielleicht gerade in der Blüte ihrer Jahre, vielleicht noch mit tollem Vorbau und wiegendem Gang, vielleicht aber auch schon in ihren 80ern und das fällt jetzt nicht mehr so einem da auf, dass man, egal wie dieser Mensch aussieht, dass ich mir bewusst werde, insofern sie als Frauenmensch hier ist, ist sie Abgesandte eines fernen Planetensystems, also ich als Mann sage das, und aus dem heraus bringt sie hier in diese Welt etwas entgegen. Und ich bringe meinerseits, ich bin nicht nur einfach der Thomas, der Tommy, ne, nochmal, wie meine Großtante mich nannte, oder der andere, der Karl-Heinz, der nette Typ von nebenan, ne, mit dem kann man ja so Kumpel mal um die Häuser ziehen, ist eine Ebene, die ist auch wichtig, aber einmal am Tag diese dritte Ebene. Ich bin, insofern ich einen Männer-Avatar an mir trage, und das ist nur eine Sache, bin ich ein Abgesandter auch aus einem anderen Sternensystem und bringe die andere kosmische, bloß nicht Nitroglycerin, bloß nicht kippen, bloß nicht falsch damit umgehen, dass wir dieses Bewusstsein entwickeln und dadurch den Antrieb haben, auch durch die Gefährlichkeit, dass die Dinge gehandhabt werden wollen, dass wir dann auch entsprechend natürlich in Besprechung hineingehen, dass wir auch einen Antrieb empfinden, jeden Tag aufs Neue nochmal zu verstehen, woran erkenne ich denn den einseitigen Mann an mir, woran erkenne ich denn die Frau, die einseitige Frau, die zum schwarzen Loch wird. Und schon geworden ist schon lange. Wie erkenne ich das denn? Dass wir emsig bemüht sind, da auch mit dichter Kraft eben daran zu arbeiten. Das ist die Frage an dich. Wie machen wir das? Denn wir brauchen das, damit wir dem, was dem, also damit wir der Gefahr auch vorbeugen, dass wir uns immer wieder einseitig Partei ergreifen für den Hulk in uns, jetzt ich als Mann, oder dass der Hulk dann durch mich aufschreit, ich hab's jetzt satt, ihr macht mich immer madig. Oder auf der anderen Seite. Okay, ich setze jetzt für den Moment mal voraus, ich habe mir tatsächlich hier ein paar Notizen gemacht, mal voraus, dass die Erschütterung zum Beispiel des letzten Videos, dass diese Dinge, die ihr hoffentlich empfunden habt, dass diese Dinge ihre Wirkung tun. Ich stelle mich jetzt einem Frauenmenschen gegenüber und frage mich, bisher war das, was du, mein lieber Frauenmensch Isabella, da an dir trägst, war in gesellschaftlichen Konventionen eingebettet. Es wurde von außen dafür gesorgt, dass auch reife Schritte passieren. Du konntest, hattest auch nur einen gewissen Wirkensradius, weil wenn du gelästert hast, wurde dir einfach das Maul mit Seife ausgewaschen. Das berühmte Maul. So, jetzt ist es aber so, niemand ist mehr da, der das eben tun würde. Im Gegenteil, es muss aus dir kommen oder wechselseitig aus uns. Und noch nicht mal die Reifung ist höchstwahrscheinlich bei dir und natürlich auch bei mir erfolgt. Damit, das ist die Situation, das Nitroglycerin ist scharf. Die Bombe ist scharf. Und eine falsche Bewegung, hier so ein Bewegungsauslöser und das Ding geht in die Luft. Jetzt fassen wir Grundmotive. Wir wissen auch, die Dinge sind vertauscht worden. Also in unserem Denken, das, was wir für richtig halten, ist vertauscht worden. Also müssen wir es wirklich als Wissenschaftler an die Sache rangehen, immer wieder in diesen Zustand kommen, wo natürlich innen jemand mit Schmerz darauf reagiert, nämlich der Hulk oder das rohe Weib, das eben halt da nicht verwandelt werden möchte. So. Zunächst einmal, was uns bei der Arbeit hilft, ist, immer wieder die Aufmerksamkeit auf dieses zarte Band zu lenken, das zum Beispiel zwischen Liebenden ganz am Anfang existiert. Diese Sehnsucht ins Auge zu fassen, auch mit Gedichten, die wir finden können, diese Sehnsucht, wo wir wissen, genau um die geht es. Sie ist das Band zwischen diesen Galaxien. Da ist eine Verbindung. Und auf dieser Leitung, ne, quasi, das ist diese, die kann stark werden. Die soll dominant werden. Diese ganz im Moment noch hauchzarte Verbindung, die dabei ist, abzureißen. Oder besser gesagt, die noch niemals wirklich von Menschen aktiv hergestellt worden ist. Vielleicht ist es das, dass quasi das Band war geknüpft worden auf magische Art und Weise, aber heute muss dieses Band bewahrt werden und aus uns heraus immer wieder
quasi durch ein Lasso hinüberwerfen zur anderen Seite geschaffen werden. Also wechselseitig muss man den Lasso zur anderen Seite werfen, so dass die Welten nicht auseinander driften. Durch Enttäuschung. Diese Enttäuschung, die wir alle, insbesondere Männer und Frauen voreinander, alle empfinden. Das Allermeiste machen wir uns klar, wo Männer, wo Paare sagen, auch nee, bei uns klappt das. Lehne ich mich so weit aus dem Fenster, dass ich sage, ihr bildet euch was ein. Weil der Mann nämlich so rangeht, dass er die Frau im Grunde, er sieht das Ganze aus seiner Kameradschaftswelt, die eine völlig andere Werteordnung hat als eben in der Schwesternwelt, der Versippungswelt. Und er begreift sie im Grunde als Kumpel, so wie das auch bei den, so als Kumpel, und mit dem kann man sogar Sex haben, das ist wunderbar, und der hilft einem sogar beim Autowaschen, ansonsten kann ich ja mein Ding machen, kann arbeiten gehen, mit den Jungs Fußball spielen, in meiner Werkstatt da vor mich hintümmeln, und dann wunderbar, jemand kocht auch noch, das ist ein sehr praktischer Deal. Er sieht sie nicht, die Verbindung besteht nicht in der Mitte. Und auf der anderen Seite ist es genauso, die meisten Männer sind im Grunde, also aus Frauensicht sind ihre Partner bessere Freundinnen. Und dort, wo sie halt mal wieder typisch männlich rumspinnen, ja, dort hat man sich eben halt eine dicke Haut angewöhnt. Das ist, diese Illusion gilt es auch zu durchschauen. Denn das, was werden möchte, was die Liebe werden möchte, die Liebe, also wenn es gelingt, das, was an Kräften ist in Mann und Frau, wenn das wirklich die Brücke schlägt, wenn das wirklich hier Funken schlägt, das, was an Liebe in die Welt kommt, geht weit über das hinaus, was wir im Moment an irgendwie netter Beziehung haben. Weit über das. Aber genau dieser Zustand, der will werden. Wenn er nicht wird, dann reißen diese Welten auseinander. Und es gibt nur einen, der sich zusammenhalten kann. Und das sind Männlein und Weiblein als Kinder des deutschen Geistes. So. Frauenmenschen, ich versuche es ganz kurz zu machen, Frauenmenschen, gern auch immer anhalten, was erinnerst du selber? Das Anhalten musst du tun, ich kann dieses Video hier nicht anhalten, außer hier eine Leerzeit einzubauen, ist aber Quatsch. Frauenmenschen haben das Durcheinander des Lebens gelernt. Sie sind Beweglichkeit, Quecksilber geworden, können in jede Form, können von innen heraus mit den Wesen mitgehen. Und deshalb ist es heute so, dass Frauen auch es so bewegt. Deshalb Frauen suchen förmlich danach, das war mal so eine frühere Vorstufe, sie suchen förmlich danach, daraus entsteht auch das schwarze Loch, wenn nichts getan wird. Sie nehmen alles in sich auf, in einem Wunsch nach beeindruckt werden, eben wie es den Leuten geht, was ist passiert, was entwickelt sich und die Kinder. Alles, was mit Gefühlen zu tun hat, aber auch mit den ganzen Lebenszyklen, wie die Reifeprozesse, Geburtstage, die Jahrestage, vergessen Männer immer. Das muss ja einen Grund geben, warum das so ist, weil Frauen einfach jemand in ihnen das aufsucht, ganz aktiv, was eben zur Lebenswelt ganz elementar gehört, auch Geburt und Tod und eben halt die verschiedenen Reifeschritte dabei, die Blüte, auch das Welken, oh, der Arme und so weiter. Und so. Und das Ganze ist aber eine Vorstufe und jetzt heute ist es aber so geworden, mangels Reifung quasi des Weibes zum Vollweib so, die in ihre Vollmacht kommt, ist es so, dass jetzt die Frauen durch diesen anderen Teil, der in der Lage wäre, darauf zu blicken, der aber auch die Tendenz zur Selbstsucht hat, wie bei den Männern auch, dass es jetzt heute so ist, dass eine Frau eine Sucht nach diesen Dingen entwickelt und dass sie dann ständig in ihr eigentlich es herumkreist, pausenlos Bewegungen, was sie sich denkt und dann die mit ihrer Fantasiekraft, dann treibt das Blüten, sie weiß am Ende gar nicht mehr, was ist wirklich geschehen, was denke ich mir, es treibt Blüten in ihr. Was will das aber eigentlich werden? Es will werden, dass diese Kraft, die da ein Zentrum sein kann in der Seele, also eine männliche Kraft, dass diese Kraft
die es jetzt selbstsüchtig missbraucht, die die Wandlungsfähigkeit missbraucht, um sich selber in Szene zu setzen, um sich zu laben einseitig an dem, was draußen passiert, insbesondere an Zerwürfnissen und Streit. Das ist nämlich besonders schön spannungsvoll. Das möchte darauf werden, dass ich zum Beispiel die Streitsituation in mich aufnehme, unter Geschwistern, unter Kollegen oder irgendwelche Missverhältnisse insbesondere. Und genauso wie man das als Gärtnerin tut, fragen, wie müssen die Pflänzlern hier, wen brauchen sie als Mitspieler, in welches Verhältnis müssen die und mit dem Dritten und so weiter gesetzt werden, damit Ausgleich, ein Ausgleich erreicht wird in diesem Zustand, den die Frauenmenschen eben halt erfassen können. Das kontemplative Bewusstsein, wo ich in einem Zustandsempfinden weiß, jetzt ist wieder irgendwie so ein klingendes, wie in so einem Klangbild, jetzt ist wieder eine fließende, für den Moment zumindest, eine Ausgewogenheit hergestellt. So. Das ist die eigentliche Aufgabe, dass die Frauenmenschen, die heute ihre ganze ihr irres Seelenkino im Grunde dann irgendwie über die Freundin ausschütten und noch mehr über den Mann ausschütten mit ihrem Geplappere, da braucht es jemand nicht den Mann, der einfach die Frau stoppt, sondern die Frau muss sich selber stoppen und muss sich dann immer wieder das aufnehmen, wie man das eben in Übungen macht, auch der Anthroposophie, wo man dann Blatt-Baum-Beobachtungen macht oder Wetterbeobachtungen und dann Augen schließt und das nochmal in sich abbildet. Alleine dieser Vorgang führt zu einer elementaren Reifung der Frauenseele, wenn sie weiß, gelenkt durch das Christkind, wenn es weiß, Moment, meine Aufgabe ist es jetzt als rechter Künstler, das Fehlende im Bild zu suchen oder wie die Farben jetzt aus so gegeneinander zu sein, was jetzt zu tun ist, damit sie eigentlich jetzt Übergangszonen bilden, Sumpfzonen bilden, wo überhaupt Übergänge stattfinden können. Wie mache ich das denn oder was sind für Entwicklungsimpulse auch nötig, damit das Geschehen hier weitergeht und in die nächste Wolkenformation und Entwicklungsstadium eben übergeht. Das ist etwas, was nur die Frau in ihrer Seele machen kann, in dieser Form heutzutage, in der Entwicklung der Menschheit. Das wird einmal dann irgendwie, werden das alle Menschen können, aber das ist tausende Jahre entfernt. Dazu hat die Frau ihre Seele bekommen, trägt sie das Erbe aus Lemurien, Atlantis und so weiter in sich, weil sie nun Verwalterin ist dieser Fähigkeit, um insbesondere nicht nur in der Familie zu wirken und ihrem Gatten ihre ganzen Gestaltungsappetite überzustülpen, was sie noch für Gardinchen, noch für Deckchen und so weiter haben möchte und das Schwärmen und sich ergießen, so der Mann eine Ejakulation hat, so hat eine Frau ja die ganze Zeit Seelenejakulationen, und da und und nie und da. Es geht einem als Mann sowas von furchtbar auf den Kranz, deshalb also ziehen sich die Männer ja auch in ihre Hobbykeller zurück. Der Frauenmensch muss sich da in den Spiegel schauen, aus dem Spiegel muss das Zukunftsbild sozusagen mir schon entgegenleuchten, das sagt meine Liebe, das war anders geplant. Nicht du sollst dich darin verlieren, dauerhaft, du sollst dir nicht irgendwie das irgendwie eine seelische Lust daran zu empfinden, dir das Leid und das, was in der Welt passiert, an Bewegung einzuverleiben, wie ein schwarzes Loch und jeden Tag noch mehr, wie beim Säufer, der Durst wird nie gestillt, sondern da muss von jemandem kommen, der sagt, stopp, und jetzt habe ich eine Leinwand und auf der Leinwand bilde ich das ab, um dann, nachdem ich den Impuls habe, wie das, was das werden soll, einen künstlerischen Impuls, einen ersten zarten, der kann sich auch noch verwandeln über Nacht und vor allen Dingen im Rat mit den anderen Schwestern, die auch sich zur Gemeinschaft gehörig und ihr verpflichtet fühlen, kann das jetzt eben, findet man auf diese Art und Weise künstlerisch, im Grunde fischt man im Meer der Intuitionen da, wo man eben einen Verstand, also das, was werden will, nicht ganz klar als Gedanken greifen kann, sondern als Bild. Das muss in die Welt geholt werden aus dem Bereich des sogenannten Unterbewussten und Unbewussten, aus der Welt der Zukunft dessen, was werden will. Und das, dazu sind die Frauenmenschen begabt. Und zwar in der gesamten Gemeinschaft. Nicht die Frau, die Mutter soll sich in der Familie austoben, sondern es war immer so gedacht, dazu zu den Kindern vielleicht noch was an der Stelle, eine völlig falsche Konstruktion, sondern die Frau
war, ist mit dem Mann, das ist nur eine ganz spezielle Sache, dass heute die Liebenden zusammenkommen, weil man gerade in dieser Entwicklungskeimzelle sozusagen, die wirklich einen Mann hat, der sagt, ich als Vertreter dieser kosmischen Region und du als Vertreterin dieser kosmischen also in diesem Bewusstsein zusammenkommen, dass sie dann auch wirklich üben, diese Fäden immer wieder zu spinnen, immer wieder das Lasso zu werfen. Das ist wie eine Art Prototyp. Aber abgesehen von dieser Stellung, ist es nicht richtig, dass jedes Pärchen in sein Häuschen zieht und dort so seine eigene kleine Welt hat und irgendwo gibt es dann Verwandte, zu denen man dann fährt an Weihnachten und ewig dann viel Sprit verbraucht und so weiter, Benzin. Irgendwo sind es Freunde, die kommen mal zu Besuch, sondern die heute diese dörfliche Struktur, die heute so von vielen ersehnt wird, es ist immer so, dass dieses Kind zum Beispiel, die Kinder, die man hat, die wahren Erzieher dieses Kindes sind bis zum 7. Lebensjahr die Mütter, also die Mutter bis zum 3., diese ganz spezielle Bezugsperson, dann zunehmend aber auch die Mütter der gesamten Gemeinschaft. Jede kann das Kind mal halten, nicht wahr? Und dann ist es weiter, dann wird es dem Vater übergeben und geht dann aber eigentlich ab dem 10., 11. Lebensjahr müssen dann Erziehungsimpulse, also auch mit Erziehungserlaubnis an die anderen Personen im Dorf, müssen dann aus dem Umfeld kommen. Zum Beispiel in der Familie noch von den großen Geschwistern, so war das immer gewesen. Der ist dann eigentlich der wahre Erzieher. Die Eltern treten immer mehr in den Hintergrund und sind eigentlich auch raus aus dem Spiel, zunehmend, nur noch als Rahmengeber. Sie müssen die Erziehungsaufgabe abgeben, zum Beispiel an die älteren Geschwister untereinander, an die Onkel, Tanten, an alle Personen, die auch karmisch mit diesem Kind verbunden sind und dann in diesem Dorf leben. Das Dorf kann natürlich auch Bezüge haben zur Nachbarstadt. Da kommt der Postbote darüber geradelt und der gehört auch dazu. Und wenn der dem kleinen Kind, sage ich mal, einen Sammelband Briefmarken von Neuguinea schenkt, kann das eben, weil er diesen Impuls dazu hat, aber er darf es eben auch. Das ist nicht der fremde Onkel und bitte, wer fremd ist, den schließe bitte aus, sondern wir müssen ein Bewusstsein entwickeln als Vater und Mutter dieses speziellen Kindes, dass die eigentlichen Erzieher in dieser Art und Weise woanders zu suchen sind, zunehmend bis zum 3. Lebensjahr. Die Mutter, kannst du nochmal zurückspulen und so weiter. Ich muss mich hier nicht wiederholen, zum Glück, weil wir ein Video haben. Das als Anregung, diese Konstruktion ist grundlegend falsch. Das hat ja auch im Kommunismus, die haben wieder das Kind zur anderen Seite mit dem Bart ausgeschüttet. Da gab es dann gar keine Familie mehr. Also was bei uns mit dieser Zweierkonstruktion, das Pärchen als Urkeimzelle auf die Spitze getrieben worden ist, völlig falsch. So haben die anderen es auf der anderen Seite eben ein völliges Aufheben der Familie. Also das Kind wurde gleich dem Staat übergeben. Am besten ab der Geburt, Krippe. So am besten noch durch einen Briefkasten durchgeworfen, habe ich in einem meiner Beiträge geschildert. So hat man das ja auch gemacht, auch in der DDR noch. Kind abgegeben, du warst nicht mehr zuständig. Also das völlige Abgeben eben dann der Sprösslinge und diese Rechte im rechten Verständnis dessen, was so eine Individualität braucht, die in diesem Avatar heranwächst. Welche Impulse braucht dieser Avatar? Welche Impulse braucht er? Und da muss es natürlich auch eine Vereinbarung geben unter den Menschen, die zur so verstandenen Gemeinschaft zugehören. Es geht hier nicht um Gruppenkuscheln, sondern Menschen, die, dass man sagt, ja, es wird seinen Sinn haben, dass du als mein lieber Mitmensch, Johanna und Peter, dass ihr zur Gemeinschaft gehört. Ich mag euch jetzt ganz persönlich vielleicht jetzt nicht irgendwie, dass wir da auf der familiären Ebene durch die Temperamente, da reiben wir uns mehr, aber auch auf der geistigen Ebene, da habt ihr ganz andere Ansichten so. Aber trotzdem akzeptiere ich, dass ihr höchstwahrscheinlich, wenn ihr hier dazugestoßen seid, wichtig seid für irgendwie, um irgendwie Zutaten zu geben in diese große Suppe der Gemeinschaft, in diese Entwicklungsströmungen. Ich kann das nicht überblicken, das sind größere Mächte als ich, die das überblicken können. Aber ich gebe euch erstmal die Erlaubnis, im Rahmen eurer Verantwortungsfähigkeit auch meinem Kind durchaus mal eine Backpfeife geben zu können. Seht ihr wieder der männliche Finger? Durchaus auch mal im Extremfall diesem Kind zu sagen, stopp. Und zwar stellvertretend für den Geist der Entwicklung. Denn den trage ich nicht nur als Vater oder so, ich in mir. Für den Geist des Kindes letztlich, der Individualität, die schon weiß, was richtig ist für dieses Wesen hier. Also wir müssen uns Kompetenzen wechselseitig einräumen, dass die anderen an meinen Kindern genauso mitwirken dürfen. Aber das können wir natürlich dann separat immer im Weiberrat und im Männerrat in dieser so geschilderten Art und Weise und die dann wieder im Familienrat, Mann und Frau zusammen, werden wir schon richtige Wege finden, was jetzt von der Seite kommt oder von der Seite, also eine Einladung oder ein Stopp für dieses Kind.
Intuitionen oder auch Einsichten eben in Entwicklungsgesetze von männlicher Seite werden wir bekommen, was ein Kind so aus der Gemeinschaft braucht, mit welchem Zigeuner er dann doch mal verkehren muss, habe ich im letzten Video gesagt, oder wo dann der schwarze böse Junge natürlich, ne, heute, das ist ja Irrsinn, dass niemand mehr mit irgendeiner anderen Kultur oder Hautfarbe da sein soll, weil dann bekommt man eben nicht das, die Zutaten, die Gewürze, die man braucht für die Lebenssuppe. So. Aber alles fängt damit an, dass Frauen, Menschen sich klar werden, es regnet schon wieder, deshalb diese komische Situation, was soll ich hier noch, ne? In diesem Wieland, ich mag ja Wieland, aber langsam wird es absurd, bei 7, 8 Grad hier zu sitzen, gut 15, keine Ahnung, okay. Alles fängt damit an, dass Frauen sich einfach mal den Mund verbieten und sich dieses ewigen Plapperns in sich bewusst werden. Und dazu ein Beispiel. Das kriegen Frauen, Menschen eben gar nicht mit. Ich habe das so oft erlebt, also einmal diese Attacken, Guerilla-Attacken morgens um 4, ich habe sie schon zweimal erwähnt. Ich will das auch sagen, um dich, damit du dich überprüfst, ob du das gehört hast in den Videos oder ob du sie einfach nur so durchreitest. Wird ja auch noch Zeit sein, nach dieser Beendigung der Gralstour, dass du alles vielleicht nochmal wirklich in Ruhe von vorne beginnst. Die herzliche Einladung, die ich auch noch zweimal aussprechen werde. Morgens um 4 im Tiefschlaf, du hast überhaupt keine männliche Kraft, wo bin ich gerade, keine Ahnung und so, und dann überfällt sie dich. Wir müssen reden. Und dann sagt sie, ja, und du hast neulich das und das. Und dann willst du darauf eingehen, dann ist sie, ja, aber Moment, aber du hast, und dann bringt sie ein anderes Thema. Und bevor du dich versehen kannst, dreht sie das Rad die ganze Zeit und du bist in einer heillosen Verwirrung, du willst auf das antworten und dann ist sie bei dem Thema und plötzlich ist ein Riesenberg an Dingen, die da rumwuseln, oder liebe Männer, Menschen, ist das so? Und am Ende holst du einfach die weiße Fahne raus und sagst, mach, was du willst, du wirst schon recht haben. Och, mein Schatz, ich hab dich so lieb, kommt dann am Ende. Weil jemand in ihr hat gewonnen. Wir glauben immer, das sei die Frau, das sei die Individualität in der Frau. Nein, das ist die Raffinesse in der Frau, die aber letztlich dazu führt, dass die Individualität da drin immer unglücklicher wird. Und wenn du dann nämlich mal, also was man auch häufig hört, ist, dass man den Trick kennt, dann fragst du mal eine Frau, du hast doch aber gesagt, dass du um 5 Uhr dann mit roten Rosen kommst. Nö, das habe ich nicht gesagt. Ach so? Das habe ich nicht gemeint. Ach, wie hast du es denn dann gemeint? Und wenn man diese Frage mal stellt, also wenn das Phänomen, wenn du Frauen versuchst, also du, diese Missverständnisse immer, du glaubst verstanden zu haben, dass der Satz, ich will Sex mit dir, bedeutet, ich will Sex mit dir. Aber das hat er gar nicht bedeutet. Das ist aus Männersicht das erstmal wahnsinnig frustrierend, führt jetzt ja schon in die Gesetzessphäre, dass den Frauen der Freiheit der Freifahrtschein gegeben wird, immer sagen zu dürfen, nee, das habe ich gar nicht so gemeint. Ich habe ja gesagt, aber ich habe nicht ja gemeint, weil so. Also aus Männersicht kennt man das, man wird ganz schnell wahnsinnig, schaltet ab in aller Regel. Und das ist natürlich seelisch furchtbar, weil die Planeten dann Sphären auseinanderdriften. Deshalb ist das einzig Richtige, dass du sagst, ja, wie meinst du es denn? Und dann sind die Frauen, Menschen, das habe ich gesagt, das erste Mal konfrontiert mit sich selber, wenn der Thomas sagt so schöne Dinge, löst ganz viele Gefühlsbewegungen aus. Und ja, eine Blume, ein Hund und dieses, lauter Bilder und Strömung, Erinnerung und so. Und wenn du jetzt sagst, okay, und jetzt leg dich mal fest, dann erschrecken Frauen das erste Mal und sagen, das kann ich gar nicht. Ich kann gar nicht wiedergeben, was du gesagt hast, Thomas Christian. Ach, mach du das mal, du hast so schöne Worte. Und dann sage ich zunehmend, nee, jetzt bist du dran. Denn das ist die Tat des Frauenmenschen, dass er in sich Gandalf-mäßig den Stab einrammt. Und das war die Aufgabe nämlich der Männermenschen und ist sie auch heute, dass sie sagen, jetzt legst du dich bitte mal fest. Jetzt versuchst du meinetwegen auch mit Dichterworten, die brauchen wir natürlich dazu, das, was jetzt einmal zu greifen, was du, also etwas aus deiner Welt, doch hier so hochzuholen, dass ich es auch verstehen kann. Also nicht ein Rumgeschwurbele, weil auch der Dichter kennt Gesetze, er kennt Urbilder, mit denen man arbeiten muss, um das, was in dieser unteren, nebulösen Welt, in der Bauchwelt da so ist, um das hochzuholen. Was meine ich denn jetzt mit Liebe? Und in dem Maße, in dem man Frauenmensch da mit sich selber konfrontiert ist, wird ihr dieses Schwurbeln unerträglich. Unerträglich. Und erst dann kann der Wunsch erwachen, also die Einsicht
dass es eigentlich für jemand anderen gedacht ist, diese Fähigkeit. Eben wie die Zeugungskraft, die Reproduktionskraft auch nicht dafür da gedacht ist, dass sie für ein immer neues Kopfkino zu haben, dafür ist die nicht da, genauso auch die seelische Kraft nicht, sondern um ein Kino zu sein für andere, eine Leinwand bereitzustellen, auf der sich das soziale Geschehen in die Rechte, ne, wie eine Künstlerplatte, habe ich es auch schon ausgeführt, so. Also vom Mann muss das kommen, dass er da streng ist und sagt, jetzt möchte ich es mal hören. Was meinst du? Nein, ich möchte es hören. Die Frauen werden da zappeln und kreischen und überhaupt, du hast mich nicht lieb und du bist blöd, das möchte ich jetzt mal hören. Und da kann der Mann der Anstoß sein, aber weil er das heute tut, wird er eben zum Feind. Und das ist genau das Problem zwischen Frau und Mann, dass die Frauenmenschen, da wo ein Mann einfach mal eine Aussage haben will, in verschiedenster Form, dass sie sich dann rausziehen und das dann ist, wie mit dem Beispiel, habe ich dann geschildert, Uli hieß sie übrigens. Und selbst wenn du dieses Video schaust, kannst du gerne wissen, ne, du weißt damals hier mit, es ist klar, wir haben den Vertrag geschlossen und da war auch nichts Kleingedrucktes dabei, aber plötzlich wird das Ganze umgedreht und als richtig empfunden, dass ja der Thomas gar kein Geld braucht, ich muss die Gegenleistung nicht geben, weil eigentlich der hatte ja auch was davon. Und so wird das dann auch weiter die Welt erzählt und am Ende sogar noch was für ein aufgeblasener Pinsel der Thomas ist oder tauscht den Namen aus, eben, dass der doch wirklich glaubt, also der glaubt doch tatsächlich, hallo! Ja, und es wird vergessen, es gibt einen Vertrag, schwarz auf weiß, wird einfach vergessen. Und es wird das Gegenteil behauptet. So läuft das. Und das ist dieses Wehren in der Frau. Und da muss einmal jemand hingehen mit diesem neunköpfigen Ungeheuer Odysseus mit der Hydra und muss einfach der mal irgendwie die ganzen Köpfe zusammenbinden. Und jetzt wird erstmal eins überlegt. So, okay? Und das ist das, was Frauen, Menschen, dass sie bei sich merken, kaum, es geht wirklich so, dass sie, du gibst ihnen etwas, und sie fangen an, völlig losgelöst vom Thema, von der Sache, und da müsst ihr mir zu Hilfe kommen, dann Beispiele liefern, werden wir alles machen. Ihr müsst Zeuge sein dafür, dass es so ist. Und fangen sie an, in den, wer weiß, was für Dinge zu entwickeln, wie bei der stillen Post. Das, was am Ende rauskommt, hat nichts mehr mit dem zu tun, womit es angefangen hat. Und so geht das ständig. Und deshalb ist, und das lebt in diese Verdrehung, die ist zementiert worden in der Gesellschaft, als... Ich habe gestern das Umgekehrte erstmal gegriffen, nämlich, dass die Frau den Mann sagt, dass die Frau den Mann fragt, na mein Lieber, wovon träumst du denn? Und der Mann sagt dann eben auch, weil es halt so gedrillt bekommen hat, ja, so träumerisch, ja, ich träume von einem Segelboot, dann um die Welt und ich träume von diesem. Dann kommt das Traumhaus daher, aber der Mann lebt am Wachenpol, im Bewusstseinspol. Er lebt nämlich an dem Pol, wo man scharf Dinge ins Auge fasst. Und zwar Ideale, Ziele, nach denen man strebt. Also nicht, wonach träumst du, wäre die richtige Frage an die männliche Seite, sondern eben, wonach strebst du, mein Lieber? Und dann würde man den Männern nämlich genau das geben, was sie brauchen. Und auf der anderen Seite, das muss ich nachlesen, genau, er fragt, was wünschst du dir? Richtig wäre, er fragt sie immer, na, was wünschst du dir? Eine Kaffeemaschine, einen Teppich und einen Hund und so und dass wir mal wieder mit der Familie und der Urlaub, da kommen die Wünsche raus, das geht schneller als Büchse der Pandora. Also, das ist der Wahnsinn. Und er ist natürlich dann der Wunscherfüller und dann haben wir eben genau diesen Wirtschaftskreislauf, den ich geschildert habe in diesem letzten Video, wo dann die Welt durch die Frauen, weil sie dem keinen Riegel vorschieben, durch diese ewige Wünsche, dass an die Männerseite weitergegeben wird, die Welt zum schwarzen Loch eben wird. Und der richtige Frage an die Frau ist eben nicht, was wünschst du dir, mein Schatz, sondern was macht dir Lust? Oder was ist lustbereitend? Also was macht, wann macht mir dieser Misston, alles, was ich so begierig irgendwie so, um dann auch so schön darüber lästern zu können, aufnehme, ja guck mal, der und die, haha, hast du schon gehört, die haben sich getrennt, aber allein diese schon, die haben sich getrennt, immer wieder diese Lust daran zu bemerken, auch diese, ja, eben so eine Selbstbefriedigung, anstatt eben zu sagen, Moment, wie mache ich jetzt die Leinwand und wie stelle ich das, was da eigentlich war, auch was dann zu einer möglichen Trennung führen könnte,
was ist jetzt das Motiv, das dann fehlt, das ich liefern kann, andere liefern können und so weiter, Entwicklungsimpulse, so dass die Armen sich nicht trennen müssen und die Kinder dann wieder eben alleine in der Welt stehen. Und dann, wann ist es denn eine Lust, wenn ich wieder hinschaue, wenn sich das Bild gewandelt hat? Also nicht ich mich in der Gestalt gewandelt habe, sondern eben das soziale Bild sich dann vom Unvollkommenen, dem Misston, in die rechte Gestalt gewandelt hat, nachdem eben eine entsprechende Zeit vergangen ist und durch die Gemeinschaft auch die Impulse gegeben worden sind, seien sie in fordernder oder auch in hemmender Art. Oder indem eben was ganz was anderes hineinkommt, die Ideen, die eben aus dem Schoß der Mütter, der Frauenmenschen nur kommen können in aller Regel. Also muss er sie fragen, wann ist es lustvoll? Irgendwie so, da müsst ihr mir helfen, das habe ich jetzt nicht auch noch herausfinden können. Und er eben, und sie darf ihn nicht fragen, wovon träumst du? Denn dann ist es so, dass die meisten Männer Menschen tatsächlich nur träumen, also auch in diesen Albträumen gefangen bleiben. Jetzt am Anfang haben sie gedacht, die Welt sei irgendwie Mama Merkel sei die Gute. Jetzt plötzlich ist sie nicht die Gute und jetzt poppt da was auf und der und Aliens und so. Und dann, wie jetzt nicht lange her, jemand sagte, ja und irgendwann wirst du ja irre. Ja, weil du nur noch in diesen ganzen Bildern, die dich in Gefangen nehmen, diese Objektiven außerhalb von dir, diese Realitätsbilder, die wabern jetzt so durcheinander, irgendwie, dass du eben von einem zum anderen so bock, 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 bock. Im Grunde, das ist diese Konzentration des Piloten, wo er eben auch sagte, das schaffst du nur 8 Sekunden. Also musst du in ein Umkreisbewusstsein. Und da, das heißt eigentlich, wie gehören diese ganzen Elemente, diese ganzen Gedanken denn zusammen? Was ist denn eigentlich der Kerngedanke? Was ist es denn, was sie verbindet? Und den finde ich nur, wenn ich mich frage, oder wenn die Frau dann den Mann fragt, wonach strebst du? Was ist denn der Grund, warum du darüber nachdenkst? Was ist der Grund, mein Lieber, warum du denn jetzt, und dann der Ankläger, guck mal hier, haben sie so. Okay, aber was ist der Grund, warum du darüber nachdenkst? Und dann wird bei den Männermenschen Leere sein, bei den allermeisten. Und der Grund, warum ich darüber nachdenke, also wo ich auch den Stachel in mich wenden muss, also wir haben die Motive gehabt, die Frau muss im Grunde das, was aus rausquellen will, sozusagen aus dem Munde irgendwie, ne, und so, oder was sie, oder vielleicht ist es das Gegenteil, kannst du selber mal, was sie einsaugt. Ja genau, vielleicht ist es genau das Gegenteilige, was sie so einsaugen möchte, begierig in diese Lust und dann so, dass dann sie da eben mal Stopp macht, damit das Ganze sich wieder ausstülpt als Blumenstrauß, als Heilender, der in die Welt geht. Und bei einem Mann ist es so, der mit seiner Kritik immer, ja, schau mal da und schau mal da und schau mal da und schau mal da und bang, 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 dass ich mal mir das verbiete, hier, ich darf nicht raus und ich muss es nach innen wenden. Und dann entsteht fast zwangsläufig die Frage, warum denke ich denn darüber nach? Warum ist es überhaupt wichtig? Warum ist es überhaupt wichtig nachzudenken? Zu welchem Ziel will ich denn hin? Und dann kann der Mann, der rohe Mann eben zu dem Ritter eben insofern reifen, als dass er dann eben Ideale fasst. Weil dann erst ab dem Moment kann ich was mit Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit anfangen. Weil ich dann nach dem verbindenden Begriff der Dinge aussuche, denn sonst ist es ja so, du hast lauter begriffsstutzige Männer, Menschen, die nicht verstehen, wie denn das mit dem zusammengehört. Die nicht verstehen, wie dieses Bild, das sie haben, einseitig haben von Freiheit. Yeah, ich, nur ich, finanzielle Freiheit und leck mich mal am Arsch, ne? Das haben ja die meisten eigentlich, ich lass mir nichts sagen. Also dieses Bild, das ja die Männermenschen in aller Regel, ohne es zu wissen, haben, wie dieses Bild denn es eigentlich damit zusammenhängt, dass bevor ich eine Freiheit, bevor ich das zu diesem Ich will, vor allen Dingen zu solcher Freiheit auch gehört, also wie das eine mit dem anderen zusammenhängt, das checken sie nicht. Nämlich zum Beispiel, dass ich erstmal in einen Zustand kommen muss, wo ich gar nichts mehr weiß. Und wo ich mich damit, wenn ich, wie es so schön heißt, am Ende weißt du gar nicht mehr, wen du glauben sollst. Das ist eigentlich der Zustand vieler Männer heute. Es sei denn, sie haben sich wieder in irgendeine
Denkschablone geflüchtet. Und die, da bleiben sie dann drin in ihrem kleinen Mindsetting, rechts oder links oder so. Oder ein paar ererbte Sprichworte vom Vater oder irgendwas zurechtgebasteltes. Nee, du musst dich dem schon auseinandersetzen, den ganzen Köpfen der Hydra. Und da sieht es so aus und dann kommen dann die Informationen, da gibt es noch außerirdische, unterirdische, rechtsirdische, linksirdische, Hilfe, Idealismus, Realismus, Nominalismus und Aristoteles und Platoniker. Oh. Und vielen wird es mit meinen Videos so gehen, gerade Männermenschen. Und deshalb ist es wichtig, dass du erstmal in diesen Zustand kommst, wo du gar nichts mehr glaubst, wo du kapitulierst. Und dir nach der Kapitulation dann grundlegend dich neu aufbaust und dich fragst, wozu lohnt es sich überhaupt nachzudenken? Und erst dann kannst du Ideale fassen. Und erst dann kannst du eben sagen, okay, ich muss also bereit sein, um das Ideal zu fassen. Freiheit, ich komme nicht an diesen Freiheitspol heran, wenn ich ihn nicht sehe als etwas, was ich nur in Bewegung darstellen kann. Also der Mann, der gerne erstarren möchte, der einen Begriff hinfällen möchte, der kommt an seine Freiheit nur heran, wenn er das jetzt folgendes wichtiges Bild so sieht. Ich muss, um denken zu können, muss ich, also um zu mir zu kommen, muss ich eine antipathische Geste vollführen. Eine antisoziale Geste. Ich muss die Leute aus dem Arbeitszimmer schmeißen und die Tür hinter mir zumachen. Ob ich nun, der eine, der ist super, der kann sich selbst in einer Menschenmenge konzentrieren, aber ich muss, oder auch mit Geräuschen im Ohr, das könnte ich nicht, da immer bedudelt zu werden und dann kannst du auch nicht klar denken in Wirklichkeit. Du brauchst Ruhe und du musst die anderen wegschieben. Und dann muss er sich sagen, das hängt aber, ich verstehe diese antisoziale Geste nur, wenn ich sie gegenüber sehe, der sozialen Geste. Ich muss die Bewegung im Bild sehen und das Soziale heißt dann eben einzutauchen in diesen Pol, also in einen anderen Pol, wo ich dann schunkel, ein bisschen betrunken, ob nun glückstrunken, eben weil man halt sich so schön ätherleibsmäßig verbindet, weil es sich einfach schön anfühlt. So ein bisschen Herdendunst und so, ne? Dann, wo man sich eben familiär einfach verbunden fühlt, wo man schunkelt, wo man lacht und wo man halt am Morgen einfach mal, oh, ist so schön, irgendwie im Schlafanzug und die Kinder kuscheln und es fühlt sich alles halt eben halt ja in diesem, das ist das Verbundenheitsgefühl, wo die Trennung aufgehoben wird, bis hin zur gesichtslosen Masse, die sich dann mit nackten Leibern eben, siehe Parfüm, Patrick Süskind eben halt dann sogar in Moschusdünsten dann irgendwie eingehüllt, da so herumwälzen. Arbeiter alle Länder, vereinigt euch. Ne? Kann man ja auch anders fassen, das vereinigt euch. Und wurde ja in der DDR exakt so praktiziert mit dieser Art von Vereinigung. Jeder sollte dank Pille, konnte jeder dank Pille und sollte auch im Sinne der Emanzipation jeder mit jedem möglichst häufig Geschlechtsverkehr haben. Und das sind so Zusammenhänge zum Beispiel, die versteht ein klassischer Mann nicht. Da ist einfach erstmal eine Blockade und die muss. Also eine Blockade, was denn irgendwie bitte die gesichtslose Masse im Karneval, wo man ja auch dann eben die Titel irgendwie nicht mehr weiß, ob das jetzt dann Hochwürden ist oder eben halt, ja, der, den ich am Tag dann als Arbeiter, als dummen Arbeiter dissen kann, ob das sieht man dann ja nicht mehr. Und deshalb fangen ja die Leute die unterschiedlichsten Verhältnisse an, da gehen die Röcke hoch und so weiter, da wird es mal dann getrieben oder es wird einfach bunt getrieben im Treiben des Faschings und gelacht und getanzt und irgendwie obszöne Worte gerufen, weil es weiß ja niemand, wer es gemacht hat unter der Maske. Ne? Da kann man mal so richtig die Sau rauslassen. Wunderbar, dass das Gesichtslose hinter der Maske dasselbe ist, aber das als Motiv, wie eben auf der anderen Seite, dass man eben halt in der DDR, das im Grunde einen ganz großen Karneval veranstaltet hat, macht euch alle nackig, FKK, und dann habt ihr die Pille, jetzt keine Gefahr, und jetzt geht mal richtig los, Leute. Das ist auch ein Treiben. Was hat denn das eine Treiben am Karneval mit dem anderen Treiben gesellschaftlich in der DDR zu tun? Ja, keine Ahnung. Und die Frauen wiederum, die gehen da innerlich mit. Die spüren schon, die verstehen es schon auf dieser tiefen Ebene, das aber kein Verstehen ist. Diese Bilder lösen so tief in so eine Bejahung aus. Ja, 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 ja. Aber jetzt, meine Liebste, drück doch mal aus, was ich jetzt gerade gesagt habe. Dann, genau. Versteht ihr? Und deshalb muss die Frau versuchen, das selber in Bilder zu packen und dadurch wird der Dichter ausgebildet. Und der Mann auf der Seinseite muss erstmal vom Glauben abfallen, wo er nämlich merkt, ich habe immer nur Dinge so als Begriff angenommen, schwupps, in die Vitrine gestellt und daneben, schwupps, daneben, ohne mit einer Holzwand dazwischen, zack, das nächste Auto, schwupps und dann da,
Haus, Boot, Bam. Wird aber nicht zusammengebracht als Erfolgsstreben. Das vereinigende Motiv wird eben nicht wahrgenommen. Also wenn ich denken will, geht es nicht darum, dass ich irgendwas glaube, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass ich auch übergeordnete Begriffe bekomme und die Begriffe, dazu müssen die Dinge hier mit einer gewissen Beweglichkeit einfach mal zusammengebracht werden, weil ich sonst nämlich keinen übergeordneten Sammelbegriff, auch einen lebendigen Begriff eben nicht bekomme. Ich muss also rüber an den Frauenpol. Ich muss mich von Frauen mir gefallen lassen, dass sie sagen, jetzt drück's noch mal anders aus, bitte. Oder formuliere doch mal, was ist denn Freiheit? Okay, und jetzt formuliere es noch mal anders. Und wie findest du denn diese Freiheit eigentlich hier im Leben wieder? Wo ist denn das im Leben dein Freiheitsgedanke zu finden? Ja, da wird's spaßig. Hier in diesem Treiben des Lebens, in diesem Dschungel, wo ist da dein Freiheitsaspekt? Das sind die Dinge, die wir wechselseitig tun können und müssen. Der Mann braucht die bewegliche Kraft aus der unteren Welt, wo es eben vielschichtig ist, mehrlagig, um verschiedene Sichtweisen zu entwickeln, denn erst dann kommt er an die Idee ran, die sie verbindet. Also erstmal lernen, was klar zu fassen, und nachdem er das gelernt hat, eben dann in Bewegung kommen. Dafür war das Tanzen da. Den Umkreismenschen dazunehmen, denn der zeigt ihm dann eben aus der größeren Perspektive halt, führt er ihn ein in die Dichter- oder Frauenwelt oder Umkreiswelt. Verschiedene Namen auch wiederum, die Männer nicht zusammenbringen werden, aber du inzwischen schon, lieber Mannesmensch. Oder auf der anderen Seite eben Frauen erstmal Gefühlsreichtum entwickeln. Da gehört eben auch dazu, dass man mal diese Formulierung kennenlernt und einen reichen Wortschatz hat und so. Und dann versuchen, irgendetwas, was man so dunkel fühlt, dass man das dann eben mal in ein Gedicht fasst, das von der Gegenseite auch verstanden wird. Also, insofern der Dichter da schon einigermaßen erwacht ist, nicht wahr? Und so bekommen wir, können wir uns wechselseitig auch als Richter, und da kommen eben diese Planetensysteme einfach in eine Verbindung, da kann man nämlich sagen, also die Frau sagt, versucht einmal etwas auszudrücken, und dann sagt er, das war jetzt, also das ist einfach nicht verständlich, es tut mir leid, also die Grammatik ist schon mal überhaupt nicht richtig, und du bringst da auch Bilder zusammen, die für mich nicht zusammengehören. Und so kann, wenn die Frau voraussetzt, dass der da drüben, der Mann aus seiner Planetenkonstellation, aus dem Reich, wo er herkommt, dass er dazu denn, wenn er sich entwickelt hat, dass er dazu schon befähigt ist, sag ich mal, im Rahmen die Dinge zu beurteilen grundlegend. Auch ob da die Ideen jetzt vielleicht vermischt worden sind. Ich will es jetzt und hier und heute nicht ausführen, und auf der anderen Seite eben dann ganz genauso. Und um dir eine Möglichkeit zu geben, zu verstehen, wie ich auf lauter so ein Zeug komme, möchte ich nach einer kurzen Pause, eins sage ich noch und dann eine kurze Pause. Wenn Rudolf Steiner sagt, es geht darum, also wer soll denn diese Waldorf, die Kinder zum Beispiel in der Waldorfschule, wer sollte sie denn unterrichten? Um Gottes Willen keine ausgebildeten Pädagogen, sondern Menschen, die im Grunde, meinetwegen, aus der Industrie kommen und dann aus der Industrie heraus, naheliegend wäre jetzt, Betriebswirtschaftslehre oder auch Physik oder Chemie, aber es geht, das zu unterrichten, aber es geht nicht darum, was ihr Fach war, sondern weil sie vielleicht auch wirklich mitten im Leben gestanden haben, kein Fachidiot irgendwo, alles von der Pike auf gelernt haben und merken wirklich, wie das Leben da draußen ist, dass sie gesättigt sind mit Leben. Und zu welchem Pol gehört das denn? Doch zum unteren. Es geht nicht um diesen einseitigen Pol der Lehre hier oben. Also sie sind draußen gewesen, sie haben was gelernt, aber gemerkt, wie das, was sie an der Uni gelernt haben, wie das dann tatsächlich mit den Lebensgesetzen ist. Sie, der Polizist, der immer sagt, ich habe gelernt, wenn das noch passiert, dann muss ich so und so. Und der andere sagt, ich muss manchmal einfach einen Dealer schmieren. Das ist einfach so, weil du kommst sonst nie an das Geheimnis ran. Du bewegst dich aber in Graubereich oder brichst das Gesetz. Wie viele Polizeifilme handeln von diesem Thema? Also, das Ideal, wie du es in der Wirklichkeit denkst, ist das eine, und dann erlebst du das aber in der Wirklichkeit, wie dann die Dinge dort laufen, auch umlaufen, in Zyklen. Du musst aber beides haben. Du musst das Ideal kennengelernt haben, wie es sein sollte, nämlich der Gedanke, als Polizist habe ich zu sorgen für. Das ist meine Aufgabe. Und es gibt die Situationen, da kommt das und das eben passiert dann, das lerne ich, die ganzen Fälle, und dann wird dieses Wissen aber befruchtet mit Lebenspraxis. Und aus der Lebenspraxis heraus gehe ich dann vor die Schüler und erzähle ihnen dann vom Polizistenberuf.
Und dann ist das Ganze vom Ganzmenschentum, vom Vollmenschen, wie Rudolf Steiner das nannte, dann ist der, ja, dann kann dir das gesättigt mit Vollmenschentum den Kindern vermitteln. Und das ist es, was dann die Kinder sagen, das macht richtig Freude. Das ist die Problematik heute, dass die ganzen Lehrer im Grunde keine, dass sie halt eben nur total super dogmatisch irgendwas lernen müssen da oben an dem Pol und das nicht überhaupt mit dem Leben überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und sie eben auch gar keine Chance bekommen. Also jemand wie ich zum Beispiel, ich wäre ein wunderbarer Lehrer, wenn ich es denn wollte oder meine Aufgabe das wäre, eben weil ich mit Leben gesättigt, weil ich oft genug in der Karnevalssphäre war, in der Lebenssphäre. Und so ist das. Also der Mann, der Begriff, der muss eben in die lebendige Sphäre, muss gucken, wie lebt sich dann zum Beispiel Recht oder Gesetz, wie lebt, also wie stellt sich das denn im Leben eigentlich dar? Und dann bekommt er einen völlig anderen Begriff durch die tausenden von Situationen, die er dann macht, was ja in ihm eigentlich auch so ein Leben, so eine Erfahrung, die kannst du ja dann wiederum nicht mehr als so ein Geflecht von Erfahrungen. Und damit wird dann der Begriff mit Leben zusammengebracht. Und das sind diese beiden Seiten, die heute einseitig da sind. Die einen haben nur noch Leben, aber ohne es zu verstehen, die Frauenmenschen. Und auf der anderen Seite, die anderen haben nur noch Begriffe, aber die einfach überhaupt nichts mehr zu tun haben, lauter Stacheln da irgendwie und so. Und diese Einseitigkeiten müssen in der geschilderten Art und Weise heute eben eine in Begegnung finden und dann können wir verhindern oder dann können wir als Prototyp auch eine neue Menschenliebe schaffen. Und das ist ja der Kern des Ganzen, indem wir die Avatarkräfte erstmal richtig verwandeln in das, was sie eigentlich schon geworden waren in der Vergangenheit und dann jetzt aufeinander beziehen. Auf das, was wir im Seelenhintergrund des anderen Auges eben zu sehen vermögen. Dieses Erkennen, ich glaube, ich kenne dich, ich glaube, ich kenne dich, du warst doch die von einem anderen Planetensystem, aber wir waren ja beide mal vom selben ausgegangen. Wir waren ja mal von hier ausgegangen, bevor wir dann in die Trennung gegangen sind, bevor du auf die Andromeda gegangen bist und ich halt eben auf zur Cassiopeia oder zum Castor und Pollux Sternbild oder ich denke dir irgendwas aus, ja. Wir kennen uns ja. Und ja, und das Bewusstsein, das sagen kann, wir kennen uns doch irgendwie, oder? Der Mensch im Frauenmensch, der Mann im Männermensch. Dieses Bewusstsein, das ist das Bewusstsein, wenn das wieder erwacht, weil die sich wechselseitig diese Verbindung spüren und dann sagen kann, okay, jetzt habe ich mein Dichterhandwerk gemacht als Frau, jetzt beurteilest du es doch mal aus deiner Galaxie heraus. Wenn so eine Art von Gesprächen stattfindet, wo heute Leute sagen, ja, dass da entblößen sie sich ja, dann lässt man sich ja was sagen. Ja, ist ja, dazu ist der andere ja auf die Andromeda gereist, damit er dann sagen kann, wie es dann aus Andromeda-Augen aussieht, hier bei Castor und Pollux. Und umgekehrt. Also wenn ich den anderen nicht mehr als Lehrer akzeptieren kann, im rechten Sinne, im Bereich dessen, was er gelernt hat, in der Sichtweise, die er da drüben eingenommen hat, Sichtweise des Lebens und Sichtweise des Gesetzes, wenn das nicht mehr geht, ja dann fällt die gesamte Welt auseinander. Und nur die Deutschen können das tun. Die Menschen deutschen Geistes, die auch gereift sind jetzt in dem es wirklich weitlich geschilderten Sinne. Kurze Pause und dann nochmal zu, was sich eigentlich wirklich vereinigt hat, damals eben vor 2022 Jahren. Bevor ich es fühlt sich schon an wie kurzer Sonnenuntergang, aber so ist das eben, wenn die Sonne weggedimmt wird mit dem Projekt Solar Shield, was auch die meisten auch nicht wahrhaben wollen. Ja, dieses Wahrhaben, das ist ja interessant. Möchte ich nochmal, bevor ich rausgehe und euch die Stadt ein bisschen zeige, möchte ich das noch kurz zu Ende bringen mit einem Beispiel, das ich gerade erlebt habe. Das ist so wunderbar, dass man auch versteht, was ist das, dieser Blick auf den Avatar. Also wenn wir ein Schauspiel haben, dann ist es ja ideal, wir schlüpfen total in unsere Rolle. Wenn wir aber, und außen sitzt dann der Regisseur und der hat das ganze Stück im Blick, so ist es ja. Und dann gibt der uns dann irgendwie Anweisungen. Die verstehen wir dann vielleicht nicht, weil wir haben eben nicht den Blick des Regisseurs. Und genau dahin wollen wir kommen. Dass wir unsere Personen und auch die anderen Personen, Bekannte, Verwandte, Freunde, Liebste, Umfeld, die Welt, die Völker, dass wir die eigentlich zunehmend auch aus der Sicht des Regisseurs betrachten, wir könnten auch sagen aus dem Engelbewusstsein,
auch aus dem Bewusstsein dessen, der viele Leben eben überblickt und was schon geworden ist und was noch werden möchte und uns daher fragen, was ist denn überhaupt zu werden? Wohin will das ganze Theaterstück am Ende? Und wie muss dann demgemäß eigentlich auch dem Drama entsprechend, gibt eben auch dramatische Elemente, es gibt eben diese ganze Entwicklungssphäre, habe ich jetzt auch schon ausführlich geschildert, dass man nicht einfach irgendwas wollen kann, man kann es dann höchstens dann in einen Samen pflanzen in die Erde und dann muss der aber nach den Gegebenheiten der Lebenssphäre, muss der dann halt dann eben nur, kann sich nur zu seiner Zeit eben entfalten. Und dass wir das Stück aber immer im Blick haben, was will dieses Stück werden? Und da heraus ergibt sich dann das Verhalten in einer Sache. Also auch wenn Mann und Frau sich begegnen, dass wir merken, dass wir uns sagen, es geht nicht darum, dass wir beide zusammenkommen, sondern dass wir beide auf das blicken, was eigentlich als Kind zwischen uns werden möchte. Beispiel, eine Geburtstagsfeier. Also man kann jetzt den Fehler machen und kann sagen, oh, die Johanna hat Geburtstag, oh, Küsschen, 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 und kann hingehen, weil man eben sich mit der Johanna ätherisch oder wie auch immer so unglaublich verbunden fühlt und weil man dann sie jetzt schon vorausahnt, wie schön das sein wird und so weiter. Ich sage, ich will es nicht schlecht machen. Ich sag's nochmal, diese Dinge sind wichtig. Aber dadurch ist man dann schon so nah dran an der Sache, an der Johanna, dass der Blick fehlt auf die Feier. Meine Beziehung zur Johanna ist eine Sache, aber es geht um eine Feier. Warum machen wir die Feier? Weil es wichtig ist, dass die Gemeinde sozusagen einmal im Jahr bezeugt, ja, du bist willkommen in dieser Gemeinschaft. Das ist wie man heute immer sein Passwort erneuern muss. Stimmt das immer noch, dass Sie diese Telefonnummer haben? Daher kennen wir das. Ja, man wird immer wieder aufgefordert, wo man sagt, na, ich sag euch schon, wenn es nicht mehr ist. Aber selbst hier in dieser Welt wird uns vorgeführt, eben etwas, was noch sehr viel mehr gilt in der anderen Welt. Die Gemeinschaft, das Bewusstsein der Gemeinschaft muss sich immer nach Jahresfrist eben immer erneuern, weil dort eben Zyklen da sind. Dass die haben auch mit dem Trennungsjahr, dem Verlobungsjahr, dem Trauerjahr und so weiter zu tun. Deshalb muss nach Jahresfrist, mir war das bis vor 2 Minuten auch nicht klar, aber jetzt ist es kommt eben zur rechten Zeit, und muss nach Jahresfrist eigentlich dieses Bewusstsein erneuert werden, weil sonst tatsächlich dieser Mensch aus der Sphäre der anderen entschwindet. Deshalb ist es auch nicht gut, Geburtstage zu vergessen. Das hat eben Auswirkungen. Man kann auch merken, dass dann in der Folge eigentlich das Bild dieses Menschen und sein Schicksal, das man sonst irgendwie doch im Herzen getragen hat, das einen irgendwie erreicht hat. Auch die Frage, Mensch, was macht denn jetzt gerade und was ist daraus geworden und hat der, ne, was man alles fragen kann, wenn man wirklich Anteil nimmt, weil das eben sonst, das wird dann wirklich schwächer. Und das ist dieses Verblassen, was ich geschildert habe von Momo. Genau, von Michael Ende. Dieses Verblassen, dem wir heute gegenüberstehen. Es will erneuert werden, also es geht um ein Erneuerungsritual. Und dieses Ritual, das ist unabhängig, das ist das Schauspielstück. Und da kommen es Menschen herbeigeeilt und die einen können meinetwegen dann konstruktive Beiträge geben also die Männermenschen konstruktiv irgendwie, was man da so bedenken kann und so. Und die anderen dann eben, wie man die Feier jetzt irgendwie ausschmückt. Und da kommen Ideen, wir könnten jetzt, nehmen wir mal die Frauenseite, kommen Ideen und man sieht das schon aus diesem, weil man gleich reinrutscht eigentlich in diese Gefühlssphäre, in diese Lebenssphäre, man den Kaffeeduft eigentlich in der Nase hat, wie schön das sein wird, auf dem Sofa eng beisammen und man lässt dann die Bilder nochmal von früher hochkommen, Revue passieren. Man taucht eben ganz ein in diese Karnevalsfamilienstimmung, die eben sehr warm und innig ist, in der Herde. Und weil man da schon drin ist, kommen jetzt Ideen, ach, wir könnten so, wir könnten diese, wir könnten jenes, aber überprüft gar nicht, ob diese Ideen eigentlich vielleicht sogar die eigentliche Sache des Ritual, nämlich torpedieren, vielleicht so stark sind, weil man macht dann einfach die falschen Blumen oder braucht es überhaupt Blumen oder braucht es, was ist das Geschenk zum Beispiel, was ich ihm schenken möchte? Bin ich im Geschenkerausch, in meinem, ich gieße meine Fülle aus oder, also das ist das Motiv der Urfrau, sich irgendwie eine Fülle auszugießen, natürlich auch zu plappern, alles kommt raus. Oder ist da jemand da, der sagt, Moment mal, ich staue mal die Ideen an mir an. Erstmal sammeln, sie nicht einfach rausplappern lassen, in mir sammeln,
so, bis ich voll bin. Und jetzt aus dieser Fülle, die ich jetzt so geschaffen habe, gewartet habe, bis dann ein Füllstand erreicht ist, in Vorfreude auf dieses Ereignis, da hole ich mir jetzt das Richtige raus, was zur Sache passt. Also zum Ritual, denn das Ritual braucht zum Beispiel auch einen rituellen Teil und der wird in aller Regel vergessen. Man klingelt, sagt guten Tag, hey, hallo, Küsschen, Küsschen, alles Gute zum Geburtstag und zack und hier das Geschenk und so ganz kurz und dann ist es vergessen. Dann ist vergessen und es wird nicht mehr durchgetragen, den Rest des Abends, also fünf Minuten am Anfang und den Rest wird einfach vergessen, dass es auch darum geht, immer wieder mal das Geburtstagskind eben hochloben zu lassen, dass alle ihre Aufmerksamkeit auf das Geburtstagskind richten und es von daher auch sich als Gemeinde fühlen, eine entsprechende Aufstellung nehmen, im Wohnzimmer, wo es auch sei, und dann das Ständchen singen, dass jemand da ist, der sagt, Leute, wir haben noch einen Teil vergessen. So, weil man sich im Geschehen verliert. So, und das ist, und dann aber, das Problem ist, wenn du dann eben einem solchermaßen nicht gereiften Frauenmenschen das eben sagst, hör doch mal, können wir uns mal bitte wieder auf die Sache konzentrieren? Ja, dann denkt ihr halt selber was aus. Seht ihr? Und in dem Moment weiß ich, und es wäre ideal, dass die anderen das auch wissen, dass das nicht das Christkind war, da war nicht der Kommandant. Das muss man einfach dann lächelnd ignorieren und kann man vielleicht später besprechen. Aber mit diesen Reaktionen haben wir es heute auch unter Michaeliten ständig zu tun. Dass wir auf das, was aus uns rausquillt, nicht geschaut haben, so wie man Parasiten hat im Darm und der kommt dann jetzt in ein saublödes Bild oder keine Ahnung, was könnte mal quellen, der Ohrenschmalz. Da ist es jedem klar, das ist Ohrenschmalz und ich will nicht dann ganz Pfropfen haben, also muss ich ihn rausnehmen. Ich bin nicht mein Ohrenschmalz. Aber wenn was anderes rausquillt, eine Idee, eine Fantasie und blühend und oh, ja schön, genau, bla 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 bla, dann merkt man nicht, dass das nicht ich bin. Es ist eine Fülle, die einfach halt aus meinem Avatar quillt. Aber ich muss der Einheit gebieten. Erstmal nochmal Füllstand erreichen und dann anschauen und dann aus der Fülle das Rechte für diesen Augenblick schöpfen. Und dann freuen sich alle. Aber wenn ich mich persönlich zurückgestoßen fühle, weil jetzt jemand meine Idee sagt, ey, Moment, das ist jetzt einfach nicht das Richtige. Und du drängst, du spülst mich förmlich weg mit deiner ganzen Energie. Das erlebt man gerade an Frauen. Auch immer wieder. Und das ist so anstrengend. Und wer da einmal lächelnd, auch mit Humor auf die ganze Sache an sich geblickt hat, der kann erst dann, man muss es ja nicht, man kann ja mit Humor das machen. Und auf der Männerseite ist das eben so. Also so wie auf der einen Seite so bewusstlos, diese schlafende Sphäre, alles hochgesprudelt kommt und man eben den Zweck vergisst der Sache, so ist es bei den Männern eben auch mit ihrer Nörgelei. Dass sie halt dann irgendwie gleich, so wie ich das neulich auch von mir sagte, dann irgendwie gleich so die Suppe, das Haar in der Suppe entdecken. Auf der Geburtstagsfeier, dann hätte doch auch mal die Stühle irgendwie anders hinstellen können. Also hier hat wohl auch niemand an die Tassen und so gedacht. Und ich meine, was bilden die sich eigentlich ein, dass sie jetzt erst kommen? Aber haben die Männermenschen, haben sie mit ihrer Fähigkeit, diese Punkte zu entdecken, werden sie denn auch aktiv, um dann zum Beispiel die Stühle selber umzugruppieren oder um im Vorfeld irgendwie das irgendwie zu organisieren, dass Stuhl, also dass irgendwie Raumverantwortliche denn da sind? Also bleiben sie eigentlich in diesem... Sie reagieren ganz genauso, nur anders, eben halt dann verprellt dann. Ja, da kümmere ich doch um selber noch Scheiß, ne? So. Und wenn die Reaktionen kommen, dann weiß ich auch, es ist ein ungereifter Männermensch in der Situation da. Sei es nur entweder jetzt in dem Moment oder eben wirklich dauerhaft. Und mit dem kann man nichts anfangen. Das tut mir einfach wirklich leid. Sondern wie kann ich mit meiner Fähigkeit, muss der Mann, also er muss seine Konstruktivität entwickeln, er muss an sich begreifen, ja, tatsächlich, ich sehe immer sofort die Details. Aber ich möchte das nur so einbringen, das muss der Wille werden, dass es eben zur jeweiligen Sache beiträgt. Und wir haben es ständig mit Sachen, mit Christkindern zu tun, mit so dem Ritual bei der Geburtstagsfeier, die Besprechung und so weiter. Sie brauchen immer eben beides von beiden Polen. Und dann kann die Sache gelingen. Und wer einer bringt zu viel von seinem Pol ein, dann zerstört das die ganze Sache. Dann kann man Dinge einfach zerreden oder man kann sie einfach halt auch einfach völlig die Luft rausnehmen. Dann haben alle keinen Bock mehr. Und das habe ich in Erwachen der Lämmer ja weitlich, also zumindest, ich finde, ich habe sehr viel dazu geschrieben, aber das werde ich im Videos eben nochmal machen, wie man eben, was die eigene Kraft, wo sie
das Detailmäßige und dann also ne, der Rahmen, die Begriffe zu finden, das ist ja diese Seite, die nackte Struktur, und dann die wird auf der anderen Seite dann schön umrankt und geschmückt und in Bewegung gebracht. Das wäre dann die Frauenseite, aber natürlich nur, wenn ich da drin den Organismus, das Lebewesen sehe. Mann, Frau, Kind, das ist ja einfach das Ursprungsbild. Und es ist unendlich anstrengend, wenn man dann immer wieder diese Reaktion von Menschen hat, und deshalb ist das hier mit einmal in der Welt. Und wenn einer das sagen kann, ich weiß ganz genau, was du meinst, und über diese Schwelle schon hinweg ist, dass man sich persönlich angegriffen fühlt, natürlich sagen wir es uns in Zukunft einfach auch so, einfach mal ein bisschen nett zuzwinkern, sagen, oder irgendein Codewort, dass man weiß, irgendwas, was dann wirklich aufmuntert, so dass sich der Mann in einem, der Hulk, nicht aufschreit. Da muss man eben aufpassen, dass die Worte auch gut gewählt sind. Da können wir nicht voneinander erwarten, dass man schon über allem steht. Wir sind ja trotzdem als Mann und Frau da. Wir stecken ja bis zur Halskrause da drin, ne? Und sind ja nicht distanziert irgendwie davon, dass man jetzt, da drüber stehen kann. So, und noch eines, was mir einfällt, was auch eben, es gibt so viele Situationen, die ich jetzt alleine jetzt für mich finden könnte, für euch, aber es wäre wichtig, ich würde gerne mal in einem Kreis zusammensitzen oder mit Menschen zusammen sein, und dann suchen wir auch ständig das, was uns einfällt, das notieren wir dann vielleicht, was jedem Einzelnen einfällt, und das bringen wir dann in die Runde. Ich bin sicher, dass wir sehr viel auch sehr erheiternde Momente haben werden, dadurch, dass wir sagen, das Grundmotiv, das du jetzt da geschildert hast, Thomas Christian, das finde ich da zum Beispiel wieder. Und dass wir dadurch entsteht auch so eine humorvolle Verbindung zwischen den Regisseuren des ganzen Spiels, dass die sich sicher sind, ja, gewisse Grundmotive, die sind einfach klar. Also wenn ich möchte, dass eine Wirkung beim Zuschauer ankommt, dann stelle ich halt das Paar in irgendeiner bestimmten Stellung auf die Bühne. Dann ist die Sprache super klar. Das versteht wirklich jeder. Und es hat ja auch seinen Grund, warum das so ist. Nur natürlich der einseitige Mann oder Frau, der will das natürlich nicht sehen, ne? So. Ein weiteres Beispiel ist, weil wir es gerade hatten, jemand streut mal wieder, und es sind meistens die Frauen, die aus der Gerüchteküche schöpfen. Wie hängt das jetzt bitte zusammen? Jetzt selber gerne anhalten nochmal oder hinterher nachdenken. Wie hängt denn das zusammen mit dem, was ich alles über die Frau gesagt habe, dass die Frauen gerne aus der Gerüchteküche berichten? Aber das dann eben für sie ist das dann ein Fakt. Ich habe gehört. Also man hört den Zweifel schon durchschwingen irgendwie, habe ich das ganz direkt gehört, würde derjenige auch vor Gericht aussagen, aber oder habe ich mir das jetzt im Grunde nur so zurechtgedichtet, dass der das wirklich gesagt hat, mit Brief und Siegel. Und dann setzen sie aber, das ignorieren sie alles, diese Sorgfalt wenden sie nicht auf, weil keiner da ist, der nochmal einfach vorher Halt sagt und das Ganze überprüft eben, was meine ich denn jetzt, die sich festnageln, wirklich auf eine Aussage, sondern, nee, das habe ich jetzt gar nicht so gesagt und ich weiß ja auch nicht so. Und dann bringen sie solche Dinge in die Welt, ja, jetzt am Wochenende, da kommt in Deutschland, kommt dann eben der harte Lockdown gerade hier über meinen Schirm geflimmert, zum Glück höre ich sowas ganz selten, und dann... Ja, und dann hast du gleich ein Horrorszenario, Leute, zieht euch warm an. Dann sehe ich gleich die rote Armee, die roten Horden irgendwie da, und es macht ja auch Angst irgendwie, es beunruhigt einen ja auch. Und es setzen die einfach mal locker fröhlich in die Welt. Aber wenn du sie hinterher, nachdem es zum 10. Mal nicht eingetroffen ist, habe ich es häufig genug erlebt in all den Jahren, ja, dann kannst du diese Person nicht mehr dingfest machen. Das ist ganz typisch Frau. Sie stellen etwas in die Welt wie einen Nagel, und das ist ein richtig formulierter spitzer Pfeil. Das habe ich wirklich gehört. Also das ist wirklich so. Und du richtest dich auf diese Tatsache, als die es dargestellt wird, aber dann hinterher, dann sagst du, es war doch aber gar keine Tatsache. Und dann sagt der andere, und dann kriegst du da auf der anderen Seite niemand mehr gefasst. Ja, und das ist natürlich dann verheerend, weil am Ende glaubst du gar nichts mehr. Und dann wird dann die wirklich wichtige und richtige Information, ja, die kommt dann eben, ne, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. So, das ist genau dieses Motto. Und das aber in sich, diesen psychologischen Mechanismus, muss man einfach mal durchschauen, dass ich sage nur das, müsste sich insbesondere Frauenmenschen sagen, ich sage nur das, von dem ich wirklich annehme, also wirklich sicher bin, zu 99%, das ist jetzt einfach so. Und ich kann mich dafür verbürgen und derjenige würde aussagen vor Gericht. Alles andere einfach Klappe halten, denn der wäre sehr still in der Welt. Und ich könnte noch weitergehen, da ist auch, was würde denn eigentlich werden? Mal angenommen, es ist wirklich so eine
wirklich so eine Situation, man hat wirklich gehört, Atomalarm. Was wurde nicht mehr bei Tschernobyl damals für einen Alarm gemacht? Immer Alarm machen, typisch Weiber, kann ich nur so sagen. Und wenn jetzt aufkreischt, dann ist der Dirigent nicht da, der Regisseur, sorry. So immer wird Alarm gemacht und die Welt geht unter und sie geht irgendwie nicht unter, das ist irgendwie eigenartig. Sie geht nur ins Schattenreich hinunter. Sie geht immer mehr, versinkt sie in den Schatten dieser Welt und das hat mit euch Frauen zu tun. Denn wenn jemand da ist, der diese Fülle mal bewirkt, der sagt, Moment, einen Boden bilden für das Ganze, damit es nicht ins Bodenlose geht. Und wenn man jetzt irgendeinen Fakt hat, dann ist nämlich diese quellende Kraft mit diesen, was sonst als Fantasie Blüten treibt, den könnte man im Gewächshaus, im inneren Gewächshaus mal Einhalt gebieten und könnte erstmal alleine, aber auch mit anderen dann zusammen im, wirklich zusammentragen, was sonst ein Tratschen ist, könnte man eigentlich mal sagen, okay, wenn das so wäre, was hätte das für Auswirkungen? Dann haben wir da drüben den, da muss dann so das gemacht werden und dann müssen wir dem Bescheid sagen, aber der da drüben und der kann das einbringen, dann brauchen wir Vorräte und so. Dann hat man plötzlich diese ganze bunte, reiche, innere Frauenwelt da, die dann, und aus da könnte man aus dem Vollen schöpfen, um einen Überblick zu bekommen. Dazu ist diese Kraft nämlich da. Wer auch immer sie natürlich in die Welt trägt, klassischerweise haben sie die Frauen. So, also es, statt dass ich ihn verlieren in, oh Gott, ich muss, und dann lauter unsinnige Dinge zu tun, wie bei der Geburtstagsfeier, eben sich auf die Sache zu beziehen und dann seine Quell- und Schöpferkraft, das ist die wahre Schöpferkraft, eben dann zu benutzen und da heraus dann aus all dem, was einem so ein hochkommt und dann auch manche Dinge aussortieren, sagen, nee, das ist jetzt nicht relevant. Wir müssen jetzt nicht über die Rente nachdenken, weil wir haben eine andere Situation. Das ist eine Krisensituation und dann müssen wir aber dem Bescheid sagen, weil der kann dann da helfen und in dem und so weiter. Und wenn das Leute in einem Team machen, wirklich so, dann ist ganz schnell, das nennt man heute Brainstorming, Gehirnstürme, nicht wahr? Ich rede aber nicht von Gehirnen, ich rede von Bäuchen. Ich rede aus dem Umkreis Menschen. Menschen, die nämlich dann, wenn die Frauenquellen da, die Frauenmenschen dieses Gefäß bilden, dann kann nämlich in dieses, dann auch über die Nacht und so weiter und durch Intuitionen, dann kann nämlich auch mal lachen und weinen und all diese Dinge, dann kann nämlich aus der anderen Welt, die Stimme der Verstorbenen, dann ist nämlich überhaupt ein Gefäß da, dass sich etwas sammeln kann, in das sie hineingeben können, hineinsprechen. Und das ist nämlich der Zukunftsbereich. Und dann bekommt man nämlich die richtigen Intuitionen, wenn man sie auf die Sache bezieht, Fantasie schöpfen, auf die Sache beziehen. So. Ich könnte wahrscheinlich noch bis übermorgen jetzt sofort fahren, aber jetzt werden nach und nach werdet ihr gefragt werden und auch, ich sage es immer wieder, auch ich werde keinen weiteren Schritt mehr unternehmen, mich auf kein weibliches, das wird schon irgendwie, jetzt fangen wir mal irgendwie an. Ich werde Seminare anbieten, in denen wir genau das miteinander tun werden und wo ihr gefragt sein werdet. Auch, vielleicht auch an der Stelle das mal gesagt, das Thema Führerprinzip, die allermeisten warten noch drauf, dass irgendjemand sich da als Führungspersönlichkeit, deshalb verehren die Leute ja auch, denkt euch irgendwen aus, wer als Führungspersönlichkeit, dem man so folgt, ich habe viele Follower, immer ist es so eine gleiche Haltung aus unterschiedlichen Motiven, die Frauen so aus Verehrung irgendwie, der sagt mir was richtig ist, da muss ich es nicht finden, oder die Männer, ich bin so verwirrt, dann sagt mir mal einer, was Standpunkt ist, keine Ahnung. Da oder das ist mein Fahnen, da kann ich mir wieder so ein Fahneneid schwören, ne? So jeder hat da seine urmännlich, urweiblichen Motive. Und das wird doch jetzt so sein, dass die Versuchung da sein wird, mich irgendwie in irgendeiner Form mit mir gleich entweder eine Gemeinschaft zu bilden, von der Frauenseite her, oder halt eben dann auf der anderen Seite her eben mich als Führer irgendwie zu sehen, der in Seminaren dann sagt, wie es langläuft. Denn da habe ich dann eben lauter Gefolgsleute in den Seminaren sitzen und kann ich gleich jetzt sagen, werde ich auch später noch formulieren, das brauche ich nicht, weil genau darum geht es nicht. Ich möchte eine Regisseursfortbildung veranstalten. Das ist vielleicht der treffende Ausdruck dafür. Eine Fortbildung für Regisseure, die sich aber grundlegend schon, zumindest von den Ansätzen her, an sich das schon mal entdeckt haben, diese ganzen Befremdungen, von denen ich hier rede. Und dann, dass wir dann irgendwie immer bessere Regisseure werden und uns aber auch gegenseitig dabei helfen, weil ich erblicke ja auch nur einen Teil der Möglichkeiten, da wo das sich ins Leben hineingeschlichen hat, all diese Dinge, all diese Verdrehungen, dass sie zum Mann eben sagt, wovon träumst du, mein Lieber? Und die müssen wir entdecken, weil wir uns sonst nämlich ständig wechselseitig irgendwie einschläfern, wenn wir diese Dinge sagen oder wenn wir Nazi sagen oder wenn wir Schlafschaf sagen oder wenn wir den Begriff einfach übernehmen, jetzt nicht mehr von den Parteien reden, die auch schon für sich falsch sind, sondern eben halt von der Ampel reden. Wenn wir das nachsagen, schläfrig nachplappern, dann schläfern wir uns gegenseitig ein. Und das ist der Trick der Widersacher.
Also das heißt es für mich wirklich auf Augenhöhe. Und wie wir dann, und darauf gehe ich noch ein, wie dann irgendwie der Regisseur, wie er das dann handhabt mit diesen beiden berechtigten Polen, der Lebenssphäre, Ätherleibsverbindung und eben die Geistkameraden in der Kameradschaft mit ihren jeweils anderen Prinzipien und Stellung zueinander und Dingen, die da auch erlaubt sind oder noch nicht erlaubt sind, wie wir damit dann umgehen, wann es mal einer Führung im Leben bedarf, einer zeitweiligen, und wann es dann eben halt auch mal einem Vergessen einer der Jubeljahre bedarf, wo man dann alle den ganzen fünfmal gerade sein lässt und alle Schulden vergibt, sagt, komm Leute, komm, wir lachen mal herzlich und machen mal Karneval und machen mal Gruppensex, ne, so ungefähr, also seelischen Gruppensex. Das andere überlasse ich euch, was ihr da tun wollt, ich kann nur davon abraten. Das werden wir noch sehen, weil die Motive Führer und eben Arbeiter alle Länder vereinigt euch, diese Motive sind ja nicht aus der Welt, aber sie müssen einen richtigen Platz und sie müssen vom Regisseur richtig dirigiert werden. Okay, in dem Sinne, glaube ich, versuche ich mal rauszugehen, es regnet leider immer noch. Jetzt geht's los, ist doch ein bisschen später geworden. Ich musste noch kurz mal ein Nickerchen machen. Da unten ist gleich ein Bierdronka, also Lidl-Format und genau die gute oder vielmehr schlechte Qualität wie natürlich bei allen anderen auch. Ja, ihr seht, es gibt weniger Verrückte wie mich. Und ich möchte euch dann noch auf dem Weg auf jeden Fall über die zwei Jesusknaben noch ein sehr wichtiges Detail ergänzen, durch das, glaube ich, verständlich wird, also quasi tief religiös in unserer Kultur verankert, das Christentum, die Anbetung des Christkindes, aber worum es, wenn man beide Christkinder hat, worum es wirklich geht, auch bei Mann und Frau. Also ist nicht so, als seien das jetzt alles irgendwelche Erfindungen. Aber wenn man die Motive wiedererkennt, ja, dann macht's richtig Klick. So. Ja. Fangen wir mal hier an. Den wir mal anhalten müssen, um das Objektiv abzuwischen. Aber wie ich ja schon feststellen durfte, ist das Handy, das ja sogar eingetaucht ist in den Wassertopf, ist sogar einigermaßen wasserfest. Solche Häuser, das ist noch gar nichts, hier sieht man sehr viel. Da hinten ist das ein Theater oder sowas. Und in die Richtung liegt dann der Marktplatz. Kurz Stopp hier unter dieser Türe. Ich bin ein paar Meter weit gekommen, weil es mir so einfällt. Ja, Gelassenheit ist das Stichwort. Also, es werden Menschen sagen, ja, wenn sie auch darauf achten, ne, werden sie sagen, ach, das ist ein fröhliches Naturell, der Thomas. Ne? Und dann, das irgendwie ist die Sache für sie abgeschlossen. Tatsächlich, also ich habe auch durchaus Fröhlichkeit in mir, aber dass ich jetzt so gelassen bleibe und sage, jetzt regnet es halt und dass ich halt dann nicht irgendwie deshalb depressiv werde oder dass ich ja eigentlich durchweg, auch ich kann sehr ernst sein, aber halt irgendwie so frohgemut bin. Das liegt wirklich an der Arbeit, an dieser ganzen Gelassenheitsübung zum Beispiel. Und nur ganz, ganz selten kommt mir, also auch als Ermunterung, sie selber bitte zu machen, nur ganz selten entschlüpft mir auch mal so ein Fluch, irgendwie, wenn ich irgendwie in der Straße, gerade mit dem Hänger ist ja alles ein bisschen schwierig, wenn ich da eine Abzeige verpasst habe, dann muss ich eventuell dann Kilometer rumkurven. Und ganz selten ist mir das auf der Reise mal passiert, dass mir dann irgendwie so ein Scheiße oder irgendwie sowas entschlüpft ist, aber das kann ich wirklich in einer Hand abzählen. Und in aller Regel kann ich entweder blitzschnell reagieren, also Mitfahrer können das bezeugen, ganz cool, nüchtern,
Situation abwägen, zack, es tun. Oder eben, ich kann auch dann es mit dem Buckel runterrutschen lassen. Und das zum Beispiel, ist das jetzt eine, ja, zu welcher Sphäre gehört das? Es sich den Buckel runterrutschen zu lassen und sofort umzuschalten auf eine andere Möglichkeit. Zu welcher Sphäre gehört das? Na, natürlich zur weiblichen Sphäre. Das heißt, Gelassenheit zu üben, auch die Dinge einfach mal hinzunehmen, wie sie sind, ist natürlich die weibliche Sphäre. Okay? Hier auch wieder diese hohen Masten. Ja, für Fahnen, ne? Klar. Könnte sein. Aber